Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zu einer weiteren Baufolge von Railroads Online mit Dodger Hallo. und mit BioStrike. Moin. Moin. Ich habe den Donut-Server doch umgestellt. Ach, Korrekt. ey. Nochmal nachgucken. Ja, wir befinden uns hier wieder im Geheimen. Nein, nicht im Geheimen, aber wir befinden uns wieder im Baumodus sozusagen. Ach, da zurückgestellt. Sauerei. So eine Sauerei, wa? Und das heißt natürlich, wir werden etwas bauen. So, und zwar, was bauen wir? Ja, am besten natürlich die Strecken zur Raffinerie. Ich hatte aber auch überlegt, ich hatte da ja noch was in Angriff genommen. Das ist ja nicht ganz fertig geworden. Da habe ich überlegt, ob ich das nicht vielleicht doch erstmal fertig machen möchte. Und zwar ging es ja darum, der liebe Dodger hat sich ja gewünscht oder gemeckert, eins von beiden, wie man es nennt, dass wir eine Direktverbindung vom Scheitholz zur Schmelze schaffen. Das habe ich mal versucht hier umzusetzen. Ist mir leider nicht so gelungen, wie ich das gehofft habe, wenn ich ehrlich sein soll, ehrlich sein darf, ehrlich bin. Ja, eins von beidem. Also letzten Ich hatte Endes. es irgendwann mal gewünscht, aber das hatte dann jemand anderes auch noch mal erwähnt. Naja. Was interessieren mich die anderen Dodger? So, jetzt wollten wir auf jeden Fall. Nein, also ich wollte tatsächlich versuchen, das noch umzusetzen. Das war alles gar nicht so einfach, weil wir hier so eine richtig schöne, gleichmäßige, geschwungene Kurve hatten, die ich an sich auch ungerne kaputt machen wollen würde. Aber es bleibt mir vermutlich nichts anderes übrig. Und von daher habe ich mir überlegt, wir machen das einfach. Und dann kriegen wir das halt auch hin. Das sollte machbar sein, würde ich doch behaupten. So, wir müssen dann halt nur hier alles echt mal anpassen. Aber auch das würde ich behaupten, kriegen wir hin. Oh, So. so hell. Ja, das stimmt wohl. Zwar hatte ich mir überlegt, wir machen hier mal eine Linksweiche rein. Will er hier nicht reinmachen? Er will die natürlich falsch rum reinmachen. So. Wenn ich dann hier noch eine reinsetze, sind wir doch schon fast wieder hier, ne? Fast. Das Tool habe ich auch nicht, verdammt. Das wird aber zu schwierig. Ja, ist nicht schlimm, ich auch nicht. Läuft auch sehr flüssig, meine ich. Ich merke das doch direkt. Ich hab's auch gar nicht drauf gerade. Ich auch nicht. Also doch, Ist überhaupt schon. nicht. Aber. So, vom Prinzip her können wir den Hebel eigentlich hier lassen. Wäre ja auch relativ wurscht, ob der hier ist oder nicht. Doof ist natürlich nur, wir können jetzt hier keinen Steinwall reinmachen und hier ist halt der Bahndamm dann so doof. Deswegen würde ich die eigentlich gerne woanders reinsetzen. So, Frage ist, wo setzen wir die jetzt rein? Damit das irgendwie noch halbwegs auch vernünftig aussieht und in welche Richtung setzen wir die rein? So. Na, komm, hier müsste doch irgendwo eigentlich wieder ein Cut sein. Nein, hier nicht. Hier müsste eigentlich irgendwo einer sein. Ne, muss ich schon wieder zurückrennen, ne? Das sind ja immer 50 Meter Stücke, Mensch. So, ah, guck, hier ist er. Ah, so. Das ist halt jetzt natürlich das Problem. Er ist natürlich hier deutlich steiler, wie ich es eigentlich haben wollte. So, was können wir da jetzt machen? Wir könnten theoretisch auch zwei dran setzen, ne? Dann können wir einfach sagen, so pass auf, wir fahren da noch das Stück gerade. Sieht dann Das ist halt natürlich was ein gerade komisch Stück. aus, aber so würde ich sagen, passt es dann zumindest nachher mit dem Winkel wieder am besten, oder? So, hier sieht der Bahndamm auch noch fast vernünftig aus. Also ich würde behaupten, wir machen es so. Oder? Ja, ne? So, da drüben Das ist kommt jetzt die. eine Strecke vom Holzfällerlager direkt zum Schmelzhütte, ne? Vom. Ja. Ja, genau, im Prinzip ja. Damit man mit Also Scheitholz ohne Umwege fahren kann. ich Die würde zweite Weiche diese würde ich Weiche nehmen. hier ein bisschen weiter zurücksetzen. Nö, würde ich nicht. Weil wenn du hier mal auf den Abzweig guckst, Das passt dann, ja. wenn wir jetzt Muss hier das direkt Ding ein drauf. bisschen weiter strecken, müssten wir fast wieder da drauf kommen. Warte. Ich show you, was I meine. So, ich mache mal einen festen Winkel an. So, jetzt gehen wir hier mal rüber.
Machen wir hier auch einen klassischen 50er, ne? Also wenn ich hier, wie gesagt, bis mit 250 lang gehe, komme ich hier tatsächlich fast wieder auf die alte Strecke drauf. Okay. So, mit 250. Sogar ziemlich. Oh, warte mal. Ich kann fast bis zur anderen Weiche hier hinten durchziehen. Oh, guck mal hier. Also wie gesagt, mit dem 250er kommt man hier, überschneidet man sich. Das würde ich sagen, ist eine feine Sache. Was ist? So, 70 Meter, das heißt, ich mache 2x35. Dann haben wir das. Zack. Und nochmal 35. So, da sind wir doch. So, mit der könnten wir dann in der Holzbrücke oder machen wir hier auch den Steindamm? Ne, der Steindamm, der überschneidet sich dann, ne? Ach, vielleicht muss Ja, ich hier. ich bin jetzt nur kurz am Ausmessen. Ja, mess was aus. Dann müsste ich hier vielleicht doch auch was anderes nehmen, ne? Vielleicht doch nochmal den normalen Damm. Ah, belastend. Zack. Hätten wir das? Huch, hast du dich jetzt da mit dem Steindamm dran geklipst? Du meinst jetzt Richtung Ja, okay. Holzfäller? Ich denke, Ja. das bist du. So, wo ist denn hier? Ach, hier ist meine Strecke. Hier endet sie. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, was habe ich hier für ein Gefälle gemacht. Das ist eigentlich auch wurscht. Hier kann ich auch jetzt mit normalen Bahndamm agieren. Und hier, da muss ich aber was anderes nehmen, ne? Sonst habe ich hier wieder so eine S-Kurve drin. Das wollte ich eigentlich nicht. Das können wir uns ja auch schenken. Würde ich mal behaupten, zumindest. So. Kriegen wir doch auch hin, oder nicht? Leg mal hier 50 Meter, dann gucken wir mal, womit wir uns damit überschneiden. So. Ja. Hä? Ich habe mal ausgemessen. Wenn du das bis hierhin legst, dann kann ich eine vernünftige Kurve legen, ohne dass die Strecke scheiße aussieht. Wir können doch auch so hier eine Kurve legen, oder nicht? Geht das nicht? Ich hätte jetzt hier angesetzt, ich hätte jetzt die hier weggeschmissen. So, zack. Deine hätte ich da gelassen zur Orientierung. So, jetzt laufe ich erstmal ein Stück. Das ist auch geil. Ich habe das ausgemessen. Das ist der Das ist Scheitelpunkt richtig hier. geil. Ich habe das ausgemessen. Das ist so geil. Also ehrlich jetzt, ich finde das genial, wie du hier lang rennst. Also ich habe das ausgemessen. Guck mal hier, der Herr Landvermesser, da ist er wieder. Also ich meine das echt positiv, ne? Bitte versteht das bloß nicht falsch. Das ist einfach nur beeindruckend. Wie du da rumrennst mit den Gradzahlen. Ich hab das auseruiert. Guck mal hier. So, wenn du die Güte hättest, aber von dem Dingensdamm da nochmal ein Stückchen gerade zu ziehen. Ich brauche 75, machen wir mal 80, machen wir 2x40, ne? Also, oder machen wir da einfach erstmal ein Stück gerade? Machen wir hier einfach ein Stück gerade erstmal bei den Kreuzungen? Könnten wir eigentlich auch, ne? Das war falsch. Ne, ich mache kein Stück gerade. Oder? Doch, das hier ist auch erstmal gerade, ne? Das wäre jetzt ein 215er Radius, den ich hier ansetzen würde. Warte, lass mich mal eben was gucken. Das hier ist ja auch ein gerades Stück sogar. Nö, dann machen wir hier auch erstmal ein gerades Stück hin. Was habe ich hier? Das können ja fast 50 Meter sein. Oder ist das hier ein gerade? Ja, ne? Ich denke doch. Tatsache. Ab G fahren. Ne, sind keine 50. 35 oder so. Das ist ja auch nicht schlimm. So. Haben wir hier auch erstmal ein Stückchen gerade.
Aber ich glaube, hier machen wir weniger, ne? Machen wir hier. Obwohl auf der anderen Seite bin ich auch direkt in Kurven gegangen, ne? Na komm, man, 10 Meter gerade muss doch drin sein, ne? 10 Meter, okay, Moment. So. Mensch, was ist denn mein Finger heute wieder so zappelig? So, habe ich. Dann jetzt weiter hier. Verdammt nochmal, ich muss irgendwie. Bin so aufgeregt. Warum bist du aufgeregt? Ich habe keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Ich habe gestern, wie gesagt, noch verputzt. Jetzt habe ich den Schaum und sowas weggemacht. Was hast du denn jetzt hier gemacht? Ah, ist doch egal. Ich messe gerade nur aus, wie es aussieht, mit dem 10-Meter-Stück. Wo ist halt jetzt die. Welcher Radius wir da haben. Da ist meine Strecke. Gut. Jetzt sind wir bei 165 Meter Radius. Ich habe hier 170. Das ist aber zu viel. 160 passt. Kann man den Rest noch machen. 165, wenn ich da 5, wie komme ich denn auf einen Radius von 165? Oder von 160? Wie kriege ich das denn hin? Muss ich dann 15 Meter machen? Glaub nicht, nein. Berechnest du dir das gerade mit Formeln und sowas? Nein. Nö, im Kopf. Machen wir mal 11 Meter, dann müsste es eigentlich. Du willst 160er Radius haben. Okay, ich mach schon. Kriegen wir schon hin. Ja, was brauchst du dafür? 11 Meter oder was? Ich kann dir das auch legen. Ich kann auch den Hiwi machen. Ich kann sowas, Dodger. Ich kann auch Lass mal, Hiwi lass. sein. Nein! Doch, ich kann sowas, ehrlich. Man glaubt Ich das will es kaum. aber nicht, dass du der Hiwi bist. Warum denn nicht? Ich bin ja schon beeindruckt von deinen. Apropos, Du bist ja hier am Rumrechnen. Das kann ich ja gar nicht. Also bin ich ja der Hiwi schon Unternehmen automatisch. beitreten, schließen. Deswegen. Wir müssten eigentlich auch eins hier rüber, ne? Aber das ginge nicht. 11 Meter. Oder? Eins. Nee. Ach hier, ne? Dann wäre der aber auch noch steiler. Da müsste ich vielleicht hier die Weiche auch nochmal versetzen. Nee, das wollte ich aber nicht. Mach ich auch nicht. Das mache ich nicht. Oder? Nö, die Strecken sind eigentlich ganz schön. Die lassen wir so. Ich bin Du ein wolltest Zuschauer. 160er Radius haben. Zack. Das ist 160er Radius. Sehr schön. 11 Meter. Dann müssen wir das alles jetzt nur noch verbinden. Und dann haben wir das doch auch. So, zack. Oh, gleich Nee, wieder da. Moment. Das hier auch. Wo ist es hin? Die Brücke? Ja, natürlich. Es sollte Brücke bleiben. Oh, die So. Brücke? Ja, warte. Ich mach 11 Meter. So, ach, kann ich ja eigentlich einfach hier dran setzen, ne? So, und jetzt würde ich auch gerne mit Brücke weitergehen. Auch die Brücke willst du haben? Ne, die normale hier habe ich jetzt genommen. Also die Ja, ganz aber noch nicht klassisch. abreißen. Am Ende fehlt noch. Was? So, 160. Wie weit ist denn das? Wie viel brauchen wir denn hier? Etwa? Etwa 63 Meter. Nochmal einmal 30, einmal 33, wa? Mal 33 und dann einmal Das passt 30. doch mit 60 Metern. Du bist unter der Hälfte vom Radius. Da ist die Kurve noch optimal. Hä? Das, was ich immer gesagt hatte. Ja, jetzt habe ich wie gesagt einmal 30, jetzt machen wir noch 33. So, dann reiß mal hier das bitte alles ab. Moment. Hier vor mir Das auch. hier auch? Ja, das ist doch auch noch nicht verbunden. So.
Zack, jetzt lassen wir jetzt noch die Automatik regeln. So. Haben wir das doch auch, oder sollen wir das auch als Steindamm machen? Oh, wir könnten das hier zumindest das Zwischenstück auch als Steindamm machen, ne? Ja. Nö. Ich glaube, wir lassen das mal. Ja, direkt zur Weiche würde ich so nicht mit einem Steindamm legen. Wie meinst du? Na, wenn du eine Weiche einen Steindamm direkt anlegst, hast du noch die Kante vom Steindamm im anderen Gleis drin sitzen. Naja, deswegen habe ich das, glaube ich, auch hier anders gemacht. Ich überlege halt jetzt gerade lediglich, ob wir das anpassen, den anderen halt. Ne? Da haben wir ja auch normalen Bahndamm und dann halt den Steindamm. Das könnten wir natürlich hier anpassen. Ich fand das halt hier cool, wie sich die vier Holzbrücken im Prinzip treffen. Ist halt Quatsch, ne? So ein reines Optikding wieder, aber ich fand's halt irgendwie cool. Weißt du? Mhm. Aber könnte man sich vom Prinzip her auch echt schenken, ne? Hier war doch, meine ich, so ein Loch. Hier war das sinnig. Ne, ja doch, hier ist so ein Loch, aber da könnte man halt auch mit Bahndamm füllen, ne? Das sieht dann optisch besser aus. Können wir machen, normalen Bahndamm hier rein. Behaupte, das sieht hier praktischer aus. Ja, das sieht hier doch besser aus. Wieder da. Hallo. Hallo. Bitte. Wir sind wieder rumbauen. Ja, ich weiß. Jo, wer hätte das gedacht? Achso, macht ihr das jetzt nochmal neu? Hm? Ja, wir ersetzen die Brücke durch normalen Bahndamm. Okay. Und macht er uns hier in der Automatik eine schöne Kurve? Sollte an sich. Ja. Einzelstück ist klein genug. Sieht gut aus, ne? Jo. Ah, hier ist doch ganz schön viel Bahndamm, ne? Müssen wir eigentlich links und rechts dann auch ersetzen. Ich muss halt wirklich Steindamm hier reinziehen. Bio, sag doch auch mal was. Was? Also danke. Wenn ich hier unten laufe, habe ich eindeutig nasse Füße. Ja? Kann es sein, dass hier ein Sumpf ist? Weiß ich nicht. Bin ich mir unschlüssig. Meinst du doch Stein? Meinst du, da muss so ein Steindamm würde aber absinken wie die A20. Hm. Bayer versteht schon, was ich meine, oder? Ja. Ja, Bayo kann nur nicht gut lachen. Ist, was? So, zack, zack. Also sieht schon komisch aus, dass jetzt überall Steindamm ist, nur in der Mitte nicht, ne? Die Frage ist jetzt, machen wir jetzt in der Mitte auch noch Steindamm oder machen wir den hier einfach weg? Was? Das ist eher die Frage. Darüber denkst du nachher, oh, zwei Schienen, die Damm wegmachen und einen korrigieren. Also ich würde hier eine Brücke hinsetzen. Oh. Hier, wo es so hoch ist. Hier, wo ich gerade laufe, oder was? Ja, ja. Nee, also ein bisschen Steindamm muss schon. Ja, okay, gut, dann passt das, sieht gut aus. So, das heißt, jetzt in der Mitte legen wir auch noch Steindamm. Okay. Na, hat hier die Automatik gepennt oder ist okay? Ist das gleichmäßig? Also ich habe halt hier das Problem mit der Weiche, ne? Genau wie der Dodger halt sagt, an einer Weiche Steindamm, das kannst du nicht machen. Das sieht einfach Mist aus. Dann musst deswegen du halt die Frage, oder sollen wir halt jetzt wirklich hier hinten die Stücke noch durch normalen Bahndamm ersetzen oder halt dann vielleicht dann doch hier ein Stück Brücke oder sowas? Würde ich es jetzt einfach so lassen, da wird ja gestützt durch die Bahndämme an den Seiten, durch die anderen Schienen. Bitte was? Frage ich mich jetzt gerade auch. Ja, die Schiene in der Mitte ist doch von anderen Schienen eingekreist, die mit Steindamm sind. Wird doch alles gestützt, passt doch so.
Das ist ja völlig. Du bewegst dich doch kein Boden. Also wenn du es noch weiter an die Weiche ransetzen willst, dann würde ich aber zumindest so 8 Meter normalen Damm noch an die Weiche ransetzen. Ich überlege, ob wir hier die Strecke auch mit normalem Damm machen, aber die ist halt echt schon verdammt hoch. Also da dann vielleicht wirklich doch ein Stückchen Brücke hier rein. Man sagt so, wir gehen bis hier, machen wir die hier auch weg. Das müsste parallel ungefähr hinkommen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, dann können wir hier einen normalen Damm ziehen. Bis da ums Eck oder was. Machen dann da Brücke hin. Und das gleiche auf der anderen Seite auch. In der Mitte geht's halt, weil in der Mitte ist es nicht so tief. Obwohl hier links auch nicht. Na. Ach, belastend. Wir lassen es erstmal. Neubaustrecke, so. Ein paar Bäume wegnehmen hier. Wie, kein Bauzug? Hierfür nicht, nee, wir wollen ja noch zur Raffinerie, das wird viel schlimmer. Wo steht denn der Bauzug überhaupt? Hui, hui. So, die müssen wir auch noch mal ein bisschen verändern, hier die Brücken. Wegen dem Abschlussbrett? Nee, einfach so. Die soll ein bisschen Abstand noch haben. Zu der Kreuzung. Jetzt, wo da ja auch keine Brücken mehr im Prinzip sich begegnen, was soll das noch? Ist ja der Coolness-Faktor auch weg. Wie viel Meter? Willst du eine Kreuzungslänge hier dran haben? So, weiß ich noch nicht. Lass mich mal gerade noch was anderes gucken. Ich hatte überlegt, wir hier das Ding nicht auch noch etwas optimieren, weil irgendwie die Kurve, die hier dran ist, gefällt mir auch nicht sonderlich. Muss ich ja gestehen, die ist auch erst so rechts rum und dann wieder links rum. Man müsste eigentlich die hier ein bisschen versetzen, aber wenn ich die nach hier versetze, wird halt auch die Kurve da zur Weiche deutlich steiler, ne? Das will ich halt an sich auch nicht. Oder wir müssten diese Weiche hier auch noch versetzen, direkt an den Steindamm dran. Das könnte man vielleicht auch noch machen. Das wäre natürlich auch wieder eine Möglichkeit. Wenn die da wäre, wenn wir die eh immer nur aufschneiden, interessiert das auch nicht wirklich. Und die Kreuzungen hier vorne, wie wäre das denn dann? Oh wei. Oh wei, das ist ja ein 60er Radius. Das ist aber eine kleine Kurve. Bah! Wieso ist denn die Kurve hier so krass? Oha, ja okay, mit einer 70er Kurve wären wir ein komplettes Gleis daneben. Oh, da müssen wir aber viel umbauen. Ne, krieg ich Ärger mit Bio, wenn ich das jetzt noch mache. Hä? Wieso? Wo geht's denn? Ich sag gerade, ich habe hier mal die Kurve gelegt. Also anders gelegt. Und wir können auf 63 erhöhen, ne? Hier einen schönen 50er mit 63. So. Dann jetzt hier Automatik rein. Da bekommst du doch keinen Ärger. Nee, das sieht fragwürdig aus. Das mache ich doch nicht. Wohl doch nur 62. Aber hier, das ist eine 60er Kurve? Krass. Hätte ich nicht gedacht, sage ich ganz ehrlich. Was sind überhaupt eine 60er Kurve? Ich dachte, jetzt Quatsch erzähle. Nee, ist es nicht. So. Ah, habe ich mit der Automatik gezogen. Ist irgendwie. Nee, ist 60. Ist eine 60er Kurve. Okay. Versuchen wir dich mal von hier aus zu ziehen in die andere Richtung. Zzt.
Suchen wir das mal. Boah, 60 ist aber. Naja, ist eigentlich auch noch okay, ne? War sehr ungewohnt. Oh, das ist interessant. Wenn ich von da aus ziehe, ist 70 noch zu klein. Das ist ja auch wieder interessant. Das müsste mir jetzt auch mal wieder so ein Physiker oder so erklären. Kann ich ja fast mit 75 gehen. Ne, 75 ist zu viel. 74 ist schon nicht schlecht, aber ich muss ja da vorne an den Anfang, deswegen werde ich wohl bei 70 bleiben müssen, ne? Das ist doch Quatsch, Mensch. Sag mal, Bayo, weißt du, was er da vorhat? Ne. Einfach zuschauen und abwarten. Ja, von mir aus könnt ihr auch schon die Dingens ausgestalten. Das ist. Ich bin hier. Achso, ich könnte ja meinen Bildschirm für euch freigeben. Dann wüsstet ihr ja, wo ich gerade dran bin. Das ist halt, was Wir ich stehen nicht. doch direkt neben dir. Das ist halt, was ich nicht verstehe. Ich habe hier, wie gesagt, mit einem 70er Radius komme ich nicht hin. Gehe ich von der Kreuzung aus, ist ein 60er Radius zu viel. So, also schon mal witzig. Aber mein Gott, ist ja auch okay, weil, ne, wenn ich von der Weiche aus ansetze, habe ich einen anderen Startpunkt und, egal. Lange Rede kurz. Ich wollte da die Kreuzung nochmal was versetzen, damit das halt alles nochmal optisch ein bisschen ansprechender wird. So, jetzt komme ich hier mit dem 70er Radius, das passt nicht. Ich werde also, ich gehe viel zu weit. So, guck mal, ich komme genau daneben an, ne? Also so richtig genau daneben komme ich an. Schütze, Ja. was hat dich denn an der ich Optik habe gestört? Kekse. Na geil, Kekse sind geil. Die mal aufgehen würden. Entschuldigung. Gesundheit. Gesundheit. Bedankt. So, wenn ich jetzt hier hingehe. Das ist jetzt ein 60er. Moment, ich mache einen 70er Radius. So, ziehe das jetzt hier drauf. Wie gesagt, dann komme ich genau daneben an. Das funktioniert natürlich nicht. Ich will ja nicht daneben ankommen, ich will ja da dran ankommen. So, gehe ich jetzt auch um 80er, bin ich viel zu weit. So, erhöhe ich jetzt langsam. Komme ich aber halt auch mit 74 oder was, komme ich nicht hin. Das ist also. Also, ich muss eigentlich bei 70 bleiben und dann. Ich müsste einfach die Weiche versetzen. Aha. Nervig. Du machst das schon. Ich fürchte es. Genau das ist es, ja. Wie lang ist denn So. hier das Gleis? Das ist aber auch wirklich lang. Raffinerie. Versuchen wir es mal mit ein bisschen mehr. Ach nee, Moment. So, etwas weniger. Ah, doch, Moment. Ich saß ja da ganz am Ende, saß ich ja. Das ist natürlich. So. Weil 70 ist ja schon. Also, das wäre schon lecker. Wäre schon richtig gut. Ja, passt nicht. Interessant, wie das hier manchmal so alles funktioniert. Oder eben halt nicht. Wenn man der Sternzerstörer, den du gestellt hast, ist aber zu klein. Ja. Da passt dann keiner rein. Hä? Jetzt geht der bei 70 genau ein Gleis daneben. Ich packe es nicht. Wie viel Meter soll ich denn dann dazwischen machen? 4 oder was? Oder 1? Oder was ist das denn jetzt wieder für ein Quatsch? Boah. Manchmal ist das mit der Physik, ne? Und den Ort, oh, jetzt ist eh weg. Naja, Pech, jetzt weiß ich eh nicht mehr, was da hin muss. Jetzt muss es halt so funktionieren, so fertig. Versuchen wir es so nochmal. Wäre natürlich jetzt witzig, wenn es klappt, ne? Ja, wäre aber auch zu schön, um wahr zu sein. Klappt nicht. Bevor ich das jetzt korrigiere, vielleicht will ich ja auch hier die Kurve überhaupt nicht haben. Vielleicht sollte ich mir das hier erstmal ausgucken.
Ach ja, wie war das? Never change a running system. Ich finde den Spruch ja Korrekt. total blöd, ne? Warum? War ganz einfach, wenn du nie was veränderst, kannst du nie besser werden. Ich meine, fände ich jetzt nicht verwerflich, wenn wir immer noch Dampfmaschinen hätten, ne? Versteht mich da nicht falsch, aber ich glaube ja, wir sind weitergekommen, weil irgendeiner sich mal überlegt hat, doch, Alter, ich ändere jetzt das funktionierende System. Aber der hat nicht das funktionierende System geändert, der hat es neu erfunden und es wurde dann ausgetauscht. Ist das so? Ja. Ja. Bin da ja noch unschlüssig, Bio. Ich glaube ja, du lügst. Da kann ich auch mitleben. Oh, sag das so das nicht. Lass dich doch hier nicht als Ja. Lügner abstempeln. Ja, was soll ich noch sagen? Erst vorgestern hast du mir ins Herz getreten. Vorgestern? War das Ich nicht glaube, erst vorgestern gestern? war das, ne? Nee, vorgestern war das. Echt? Ja, ich glaube, ja. Unsensibel von mir. Ja. Ja. Ja, war es auch. Okay. Entschuldigung. Ich sag mal Aber so. niedergeschmettert hat er mich, meine Entschuldigung. Hoffnung. Wieso deine Hoffnung? Jetzt ist es aber Quatsch. Deinen Hoffnungen habe ich nichts am Hut. Das, nee, also, Abbruch. Nee, nee, mit deinen Hoffnungen, da habe ich nichts am Hut. Nee. Oder? Keine Ahnung. Ja, das ist aber schlecht, das sollten wir jetzt schon ausdiskutieren. Habe ich dir jetzt deine Hoffnung zerstört oder nicht? Nö. Oder müssen wir irgendwen treten, der das war? Das ist auch okay. Ich unterstütze dich da. Ich tritt da mit, wenn du willst. Das ist nicht gut zu wissen. Sieht Wenn mal besser einer aus. quer kommt, sage ich Bescheid. Ja, mach das. Können wir den wegtreten? Mega witzig. Ja, und dann? Dann haben wir noch eingetreten. Wer kennt's nicht? Machen wir dann auch so Geräusche dabei? So, bam! Oder sowas. Das müssen wir alles vorher klären. Wir brauchen da einen guten Plan. Wir waren immer so. Jawohl. Hör! Genau. Ja, das muss der andere dann machen. Gibt es nicht. Also hier, der ärgert mich. Vielleicht soll ich auch Physiker werden wie der Dodger. Wäre das hier alles einfacher. Ich mache das einfach anders. Ich gehe jetzt von hier mit 70 raus und dann setze ich da die Weiche dran. So. Da ist alles egal. So, jetzt kommt das bestimmt wieder hier im Leben nicht hin. Siehst, das ist also ein absoluter Traum. Boah. Raum? Dabei mag ich doch eigentlich Physik. Also ehrlich, ich finde Physik ist eine tolle Sache. Aber das ärgert gerade. Das ist mehr so Psychik. Guck mal hier. Jetzt habe ich hier einen 70er Radius und komme einfach nicht hin. Wie kann das denn wieder sein? Jetzt nehme ich einen 60er, jetzt komme ich eigentlich richtig gut sogar hin. Jetzt könnte ich hier von der Weiche aus, könnte ich hier jetzt noch 50 Meter, weiß Gott wohin. Das ist doch wieder, also ich weiß auch nicht. Was hat dich eigentlich an der alten Optik gestört? Was hat dich eigentlich an der alten Optik gestört? Die Strecke nach zu der Weiche hin. Die hat einen Schlenker. Ja. Ach so. Hast du das nicht gesehen? Also vielleicht können wir das auch so korrigieren. Das habe ich jetzt noch gar nicht versucht. Meinst du, wir können das einfach so korrigieren? Erstmal Deutscher das machen. Nee, Dodger isst jetzt Kekse. Ja, das auch. Na, siehst du. Also Dodger, du kannst ja nicht alles machen. Du kannst nicht Physiker sein, Kekse essen und ja auch noch korrigieren. Doch. Lol. Radius von 130. Nee. Nee. Lass mal was ausmessen.
120er Radius. Ja, 120er Radius. Na, das war bestimmt falsch. Damit ich noch erkenne, was jetzt die neueste Strecke ist. Tü, 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 tü. Ja, sieht besser aus, ne? Hm. Ja, Bio, du machst mir das Leben ja wieder einfach. Bio steht da nur daneben und ja, umklugscheißert, genau, ja. Ah, immer wieder schön. Ne, Moment, jetzt ist da der Hebel auf der falschen Seite. Ich wollte den von der anderen Seite. Ja, die da will ich. Ja. Einreise. Ah, doch nicht. Will doch nicht den Hebel. Will doch den hier. Deutscher liegt schon. Ja, ich will nur trotzdem. Wir müssen trotzdem nochmal hier beweisen, dass Bio und ich nicht so viel Klugheit haben wie du. Okay. Wir akzeptieren das. Du hast gewonnen. Aber ich habe das hier mit Automatik gezogen, weil irgendwie. Achso, nee. Quatsch, wenn ich das so habe, dann geht's. So. Okay, dann machen wir das weg. Lassen wir das so. Einverstanden? Oh shit. Dann nach da drüben. Ach so, was? Entschuldigung, warst du da noch was am Bas? Entschuldigung. Warst du da alles noch am gut. Basteln? Ja, mach doch mal. Können den Radius noch vergrößern. Ja, aber 120 ist jetzt nicht ganz wenig. Wenn du überlegst, dass hier 60 ist und das auch klappt, dann geht da. Also mit 60 würde ich sagen, hatten wir hier auch bis jetzt wenig Probleme, oder? So, das. Ja. Was ist denn jetzt die andere Strecke? Da in der Mitte? Oder ist. Ach, habt ihr die schon durch Steindamm ersetzt? Ja. Ah, bedankt. So, dann haben wir das. Also das hier sind die 11 Meter normale Strecke. Genau. So. Dann machen wir das jetzt nochmal weg und das jetzt nochmal weg. Das machen wir weg, das machen wir weg, das machen wir weg. Da. Oh nein, wie kriegen wir nur die Schienen verbunden? Haha! Mit Geschick und Sachverstand. Beides Mangelware in der heutigen Zeit. Bei mir ist auch zeitabhängig, aber geht manchmal. Manchmal ist ganz okay. Bio? Plus 10%, minus 10%, plus 10%, minus 10%. Und das ist auf 4 Meter. Was? Wie plus, minus? Ich zeig dir das mal. Kannst du nachher wieder abreißen. Huch. Okay, das ist irgendwie cool. Hast du das für den Contest gemacht?
Nein! Kannst du das jetzt gerade mal kurz abreißen, bitte? Moment. Ich finde, das machen wir jetzt durchgehend, bis das angeschlossen und lassen das stehen. Nee, ich mal will gucken, hier wieder die wie Brücken. Das ist für die Ersten darüber fahren. Nee, ich wollte hier wieder Brücken hinmachen. Mit denen geht das auch. Das gibt's doch wieder. Das ist doch wieder ungleichmäßig, oder? Beides auf 10 Meter. Steht beides auf 10 Meter. Au. So. Nee, ist doch gleichmäßig. Nee, das hier ist doch größer. Guck mal da. Das ist doch wieder ein Blödsinn. Vielleicht ist das Stück hier nicht gerade, theoretisch. Ich geh mal gerade gucken. Nee, da drüben. Das ist genau mit einem diesem Raster zu tun, ne? Weil ich das genau auf 10 habe, glaube ich, kann der 10 cm titschen. Können die Kreuzung wieder weg? Hm? Können die Kreuzung wieder weg? Vom Prinzip her würde ich sagen, jo. So, soll ja alles schön gleichmäßig hier sein. Achso. So, hep und hep. New, nein, Fireproofed Red wollten wir hier. Und wie lang ist sie jetzt? Mehr wie 50 Meter oder weniger? Ah, ganz knapp mehr. Naja, bei geradeaus dürfte das jetzt nicht so das Problem sein. Jo. So, oh, es gab Bretter an den Seiten. Ja, hier auch. Schön, mal gucken, wie lange es... Oh, schnell speichern, schnell speichern. Du hast ja recht, welchen Speicherstand überschreibe ich? 1.3. ne? Ja. So. Oh, 8. haben wir schon. Alter, wir haben schon den 8. Uiuiuiui. So, sehr schön. Okay, die Strecke haben wir, die Strecke haben wir. Also, wir können jetzt auch direkt vom Scheitholz, können wir jetzt direkt zur Schmelzhütte. Ich würde es ja besser finden, wenn auf einer Ecke das Brett fehlt, ne? Und ich gehe mal eben kurz eine Brücke hoch, wo das eine Brückenteil falsch ist. Ah ja, genau. Ja. Das wäre auch noch cool. Ich glaube, da hatte ich da nicht neu angesetzt. Oder sowas. Nee, ich gehe da eben hoch. Der ändert ja interessanterweise die Farbe. So, den noch weg. Oh. Der hat mich gestört. So, der geht, das lassen wir. So, nächstes Stück. Da hat ja der Bio rumgepupert. Dass hier hinten so ein Knick drin ist. Das wäre ja eine Vollkatastrophe. Hat er ja recht, so ist ja nicht. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ja, ich mich schon. Sicher, dass ich das war? Ja, relativ. Oder der Toto? Ja, einer von euch. Könnte auch der Toto gewesen sein, tatsächlich. So, und zwar hier das Stück. Frage ist, wie kriegen wir das jetzt ausgebessert? Gut, das war ich nicht. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nee? Nee. Das ist nett, Jo. Fährt sich hier 1A mit dem Zug, das ist ja... Ja, aber gefällt halt optisch nicht. So, und eventuell könnte man hier noch vorher einen Gleiswechsel einbauen, habe ich gedacht. Oder man packt hier noch ein paar Parkgleise hin. Meine nur. Nee, ich würde gern hier irgendwie in einem anderen Winkel rüber. Ich weiß nicht warum, aber hier habe ich so einen ultra flachen Winkel und da habe ich dann doch relativ scharfen und ich weiß nicht, gefällt mir alles nicht so. Genau wie hier. Ich glaube, da bin ich ab. Hier bin ich... Ah, Stress. Okay. Das war jetzt nicht so intelligent. So, das hier ist doch eine Gerade, ne? Jo. So, machen wir doch hier einfach nochmal eine Gerade. Gucken wir mal, welchen Radius ich jetzt hier brauche. Oder welchen ich hier genommen habe. Plötzlich war es nicht. Ach du meine Güte. Du kannst dir vermutlich nicht vorstellen, was das hier für ein echt geringer Radius ist. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, das ist echt krass. Naja, da hatten wir vermutlich noch andere Vorstellungen von Radien. Oder wir müssen die hier ausbauen. Ach du Heilige. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum wir hier in den Kurven immer so viel langsamer werden. Hm. Das sind 70 Meter. Achso, das geht aber auch noch. Findest du? Naja, ja.
Also wenn ich an unseren aktuellen Standard denke, dann. Ja, gut, wenn du eh abreißt, kannst du es auch größer machen. So ist es nicht. Ja, Ich habe nur gesagt, das geht aber trotzdem. ich wollte nur die eine hier korrigieren. Jo, denn. Aber die kommt nicht so richtig mit, deswegen sehe ich leider nicht, ab wann die sich überschneiden. 72 wäre, glaube ich, ganz cool, damit man direkt einen Abstand von einem Gleis wechselt. Kannst du hier mal gerade einen Gleiswechsel reinmachen? Also zwei Weichen aneinander. Dass wir das mal kurz sehen. Ich habe das Gefühl, 72 wäre Opti, weil ich bin halt steiler hier wie die Kreuzungen, aber ich sehe es halt, ich krieg's halt schlecht angepeilt. Macht natürlich sehr viel auf der Länge, 71 oder 72. Was wolltest du jetzt noch mal haben? Ein Gleiswechsel bitte. Also da jetzt noch mal eine Linksweiche vor Kopf und dann ziehst du mir das bitte mit Kreuzung ein bisschen gerade. So, jetzt sieht es auf eine. Also 71 passt hier echt gut in die Kreuzung. Wenn wir hier in der Kurve schon den Gleiswechsel hinkriegen, wäre natürlich ein Träumchen. Ich habe das noch nie gemacht. Du nimmst jetzt wieder eine Linksweiche und dann wechselst du mit E durch, bis du auch wieder den Abzweig hast. Also du kannst ja da die Schnittpunkte durchwechseln. Und den Abzweig drückst du da vorne an den Abzweig. So, und dann hast du es schon. Ist schon das ganze Geheimnis. Hier hinten dran meinst du, ne? Nee, hier an den Abzweig von der Weiche, den du gerade gelegt Ach hast. so, ach ja, Genau. das war ja richtig, ja, ich kann mich erinnern. So, jetzt einfach dran bappen. Spiel. Ich will doch nur. Danke. Wollte gerade sagen, am besten gehst du näher dran. So, genau. Und jetzt schmeiß mir mal da bitte noch ein paar Kreuzungen dran, dass du praktisch bis hier vorne hinkommst. Halt, damit wir jetzt nochmal eine gerade Strecke haben, weißt du, dass ich einfach nur was zum Anpeilen habe. Ob ich hier, wie gesagt, doch 72 machen kann oder nicht, aber ich habe schon das Gefühl, 72 ist da too much. Ja, ist viel zu much. Okay. Dankeschön. Das war's schon. Vielen Dank, der Herr. Ja, war Ich anstrengend jetzt. danke für Erstmal Ihre Pause. Kooperation. Und jetzt mache ich hier mal wieder einen klassischen 50er, ne? Ne? Aus Komm. dem Nichts verlangt er, dass ich nachdenke. Uff. Entschuldigung. Das geht ja mal gar nicht, ne? Nee, das wollte ich auch nicht. Das war nicht meine Absicht. Also denken sollst du hier nicht. Nee, ne? Nee, Bin eigentlich auch der nicht. Meinung. Ja. Das ist ja Quatsch. So, das haben wir. Das Adress. Naja, gut, jetzt ist halt weg. So, jetzt machen wir hier erstmal schön gerade hin. Die hauen wir jetzt auch mal weg. So, ah, doch, das sieht schon mal schöner aus. Meinst du, was wir hier jetzt an, hör mal, Geschwindigkeits- und Sicherheitszuwachs haben? Boah, also. Wart mal ab, das wird spürbar. Nicht. Aber egal, sieht schon schöner aus. Oder wir lassen uns das jetzt von Dodger berechnen. Dodger, kannst du S-Kurven berechnen? Ja, wir müssten hier ja an sich nur 2 oder 3 Grad mehr dran machen, ne? Gucken jetzt mal einfach. Also das kann ich mir ja eigentlich schon fast schenken. Das brauchen wir doch nicht mehr. Wir können ja einfach auf 0 stellen und Gas.
So, ne? Mal den. Zack, ach so, jetzt muss ich natürlich auch wieder gerade gehen. Brrrt. Zack. Sagen wir mal 0,5. Ne, hier war ja ein leichtes Gefälle drin. Ne, wir machen erstmal noch gerad. So, 25 Meter gerade ist. Jetzt machen wir mal ein leichtes Gefälle hier. So, 0,5. Ach, guck mal hier. Braucht man ja vielleicht gar nicht so eine S-Kurve. Na, guck mal, wir brauchen gar keine S-Kurve. Können hier nachher eine normale. Oh, weil mit 0,5 sind wir ja bis hier hinten hin unterwegs. Alter Schwede. Oder wieso macht er das? Ich habe jetzt 0,5% Gefälle. Hör mal, das dauert ja ganz schön lang, bis wir da wieder da unten sind. Warum gehst du nicht schon in die Kurve runter? Nö, wollte ich nicht. Okay. Ich glaube aber War da nur oben. nur. Nee, ich glaube aber da oben ist auch noch zu hoch. Hier Also ist du. noch wesentlich zu hoch, also. Na, geht. Aber guck mal hier, oder sollen wir hier mit 1% runtergehen? Nee, 0,5 ist okay. Ach nee, ich glaube, der hat das da gerade irgendwie draufgelegt, warum auch immer. So, erstmal hier gucken, was wir hier für einen Radius brauchen. 1000 ist schon zu viel. Nee, war, der hat das irgendwie da draufgelegt. Also, wenn ich jetzt hier noch ein paar Meter mache, bin ich wieder auf der Höhe. Bei 20 Meter ungefähr. Sogar was zu tief, ne? Machen wir mal hier 15 rein noch. Ja, jetzt bin ich noch ein ganz kleines Stück drüber. Ja. So, 0. Hä? Okay. Jetzt mache ich Steigung 0. Und er fährt trotzdem weiter runter. Was ist das denn? Ah, vielleicht weil es hier noch hoch geht. Nee. Nein, Was ist nein, das denn? nein. Bin ich da schon zu tief? Ja. Das ist nicht schlimm. Mache ich wieder weg. Mache ich halt hier jetzt schon mal 50 mit 0. So, was muss denn dann hier für eine Kurve rein? Ne, der geht hier weiter runter, interessanterweise. Oder hier weiter hoch. Eins von beidem. Ja, je weiter du die Strecke ziehst. Ja, aber ich habe doch jetzt schon auf 0. Ich habe dem jetzt gesagt, mach 0%. Also warum geht er dann noch weiter runter? Das verstehe ich gerade nicht. Weil er hier unter die Schiene will, oder was? Nein, nein. Ja, sondern? Erklär es mir doch, Herr Professor. Ich mache mir kurz einen Kaffee. Ja, lass es dir schmecken. Jo. So. Oh, Moment, jetzt habe ich hier schon wieder die Kurve drin. Die will ich ja noch gar nicht. Ja, jetzt habe ich fast wieder die gleiche Höhe. Das ist ganz interessant. Aber auch irgendwie fragwürdig. So. Boah. Da habe ich hier ein Gefälle drin. Könnte ja sein, dass ich hier aus Versehen ein Gefälle drin hatte. Moment hier.
Okay, das passt auf jeden Fall von der Höhe her. Ja. Wir kriegen das am besten. Hm. Okay, nehmen wir das hier wohl doch wieder ein 50 Meter Stück. Na, ganz schön lang, 50 Meter. Hallo? Na, wie? Sieht komisch aus. Findest du? Ja. Ich finde nicht. Hast du Lust, mir Licht anzumachen? Nein. Schade. Das hat man doch eigentlich. Yay. Danke. Hier, ich wollte das mal übertriebenermaßen mal zeigen. Ja. Das ist jetzt hier ein Gefälle. Ach so, ja. Und dann mit der Hier hast Säge. du, und Ja. wenn du hier jetzt auf 0% gehst, hast ein 10-Meter-Stück, geht das wesentlich weiter runter, wie du siehst, als ein 5-Meter-Stück. Weil der den Bogen noch ausgleichen will vom Gefälle. Aha. Gut. Ja, macht auch Sinn. Macht tatsächlich Sinn. Anders hätte ich es nicht erklären können. Boah, doch. Er hätte ja sagen können, boah, Schütze, bist du dumm. Lern mal Physik. Schütze. Ja. Boah, bist du dumm. Ja, tut mir leid. Kann nichts dafür. Kannst du hier hinten mal noch eine Kreuzung dran setzen? Glaub, oder? Ne, Moment, die habe ich hier angeschnappt, ne? Ne, kannst du hier hinten bitte mal noch eine Kreuzung ansetzen? Wo? Ah, was Bio. Hier hinter bitte eine Kreuzung und die dann hier weglöschen. Du meinst hier? Ne, 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 in die andere Richtung. Hier, genau. Nach da noch eine Kreuzung. Und diese, wo du dann draufstehst, bitte weglöschen. Wenn ich den Schnappung finde, nee. Er ist am Ende der Kreuzung. Das ging aber schnell. Hat da jemand einen Vollautomaten? Ja. Kann ich Geil. nicht ansetzen. Sorry. Bio, Der was hast malt du mal auch ganz gerade? frisch. Hey. Warte, ich kann gerade nicht. Ich habe gerade meine Brille in der Hand. Warum tust du das denn? Weil ich überall Schmieren drauf hatte. Sehr schön. Deswegen sahen die Gleise so komisch aus, oder? Ja, genau. Ich dachte, wenn wir jetzt schon neu bauen, dann muss ich jetzt auch richtig gucken. Besser ist das, besser ist das. So ist es nicht. So, Scheint eine große Brille zu sein. Das sieht ja schlimm aus hier. Mal besser wieder schmieren drauf. Nee, kann ich nicht. Ich darf nicht. Doch, könnt ihr. Ihr müsst nur mal wo den Blickwinkel ändern. Okay, ich blick von der anderen Seite, warte. Nee. Doch, da darf ich anschnappen, aber hier nicht. Hä? Hey. Da geht auch. Aber an dem hier darf ich nicht. Nö, keine Chance. Nee, Dodger, das geht nicht. Das geht nicht, sonst änderst du den Winkel. Das kannst du nicht bringen. Sonst änderst du den Winkel. Wir müssen schon von hier bleiben. Der muss doch selber ansetzen. Okay, hast recht, ich darf auch nicht.
großartig, diese Stille einfach. Einfach diese totale Stille. Lass ich mal weglöschen jetzt. Das hier? Ja. Okay. So, guck mal, ich glaube, das müssen wir jetzt da drüben auch nochmal machen. Eben gucken, wo ich da geschnappt habe. Ja, da brauche ich bitte auch nochmal eine Kreuzung hier hinter. Also da am Ende. Nee, da kann ich nicht. Doch, kannst du. Stell dich da drauf, guck in die Richtung und dreh die Kreuzung im Zweifelsfall. Das geht. Ich hab da keinen Schnapppunkt. Ja, da musst du ein bisschen die Kamera bewegen. Manchmal ist der Schnapppunkt halt auf dem Boden. Ist der bei mir auch. Das kann doch nicht wahr sein. Was habt ihr denn für Kreuzungen? So, hab was angeschnappt. Das muss reichen. Mensch, ihr ärgert doch, ihr macht das wieder extra. Habe ich jetzt hier angeschnappt? Da unten muss ich auch wieder hier hingehen. So. Bist du schon am Laufen mit Schiene? Ja. Guck mal gerade, ob das 50 Meter sind. Sonst machen wir hier noch ein Zwischenstück. Oder sind das mehr? Sind mehr, ne? 53,8. Ne, okay, das ist in Ordnung. Kannst du machen. So, und jetzt müssen wir hier mal gucken. Müssten wir hier nur noch die Kurve einmal mitnehmen? Ne, die müssen wir nämlich nicht mitnehmen. Jetzt müssen wir hier. Bauen wir hier jetzt noch ein Stück gerade. Ne? Auch mal den Bahndamm 1 für nehmen. So, bis hier ungefähr. Was waren das hier? 18,5. Ne, war hier meine Weiche drin? 18,4 sind es. Machen wir 18,5. So. Und dann machen wir das jetzt mit auch Automatik. Weiche löschen? Ja, bitte. Kann man ja nicht auch alte Männer löschen, warte mal. Ich glaube nicht. Nee, geht nicht. Jetzt ist hier ein Knick drin. Warum? Ja. Warum ist weiß hier ich auch nicht. Knick drin? Weil wir die Weiche hätten eine Weiche weniger haben müssen. Also doch nicht die 53, sondern nur 50. Also jetzt hier die Weiche, die Kreuzung dran? Nee, da nicht. Hier muss die irgendwo dran. Weil wir haben da einen Abstand von einem Gleiswechsel. So, der ist ja geringer wie zwei Kreuzungen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und deswegen bis hierhin würde ich das ganz gerne so fast parallel haben wie die Kreuzungen. Was ja auch Sinn macht. So. Aber hier, die Kurve, die darf dann ruhig etwas weiter gehen. Weißt du, dass diese Kurve dann unseren Abstand hier ausgleicht. Das ist ja nur auch nur Mühe. Aber wenn man das in der Kurve macht, dürfte das auch am wenigsten auffallen. Auch wenn es halt da ist. Soll halt nur nicht auffallen. So, und das hier müsste an sich genau der Punkt vor der Kurve sein. Ja, jetzt haben wir nämlich auch hier 50 Meter. Da haben wir, okay. haben wir genau die Kreuzung zu 4 gehabt. Ich laufe mal mit dem Gleis. Ja. Mach mal auf Automatik. Müsste eigentlich... Dürfte das ganz gut funktionieren, sondern machen wir es halt kürzer, ist auch egal. Und? Ist mit ohne Gegenbogen, ne? Mit ohne, ja. Sieht gut aus. Also ich sehe keinen. Und wenn, dann ist er nur extrem minimal. Das ist aber schon zu viel. Ne, sieht gut aus. Sieht richtig schön aus, als ob das so muss. Mal hier den Baum da weg. Und dann ist das doch gut. Ach, herrlich. Guck mal hier. Wir haben noch nichts neu gebaut, aber schon 70 Sachen optimiert. Also 2, um genau zu sein. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hat sie geklingelt? Ding dong. Hat sie
ihr hört schon klingeln, hast du gehört? Ja. Ja. Was Leckeres. Was denn? Ja. Was denn? Was Leckeres. Ich würde auch eine Fanta Exotik nehmen, bitte. Exotik. Eine Exotik-Fanta? Ja, bitte. Bist du heute Exotik veranlasst? Ja, ich bin heute exotisch veranlasst. So, Spiel speichern. Bekomme ich auch was? Ja, wenn du willst, komm rum. Wir waren in Holland. Was Spannendes. Was zum Spielen. Und Schokolade. Das haben wir nicht. Aber ich kann dir Büchsen anbieten. So, sehr schön. Das waren tatsächlich so die zwei Sachen, die mir noch ein bisschen unter den Fingernägeln gebrannt haben. So, und ich lösche auch mal die alte Strecke im Wald. Welche alte Strecke im Wald? Ach ja, stimmt. Da war ja auch noch eine. Oder sollen wir die noch benutzen? Wollen wir da noch eine direkte Tour irgendwo hin haben? Ich weiß nicht, wofür. Ich auch nicht. Aber wir hätten jetzt zumindest 20 Meter gerade Strecke. Also dahinter der Kurve, da könnte auch eine Weiche rein. Mit Gefälle. Nee, hinter der Kurve nicht. Die ersten 20 Meter. Nee. Da, wo der Bio-Strike kommt. Ist hier mein Überraschungsei drin? Hast du ein Überraschungsei? Ja. Geil. Was ist das denn schon wieder her? Warum hast du ihn mal... Ja. Dann sieht das so kirchenfenster voll den schönen Sonnentag. Echt? Das war gut. Was soll das denn sein? Ein Boot mit Spritzpistole? Kran gibt's da mittlerweile. Pass auf. Bio, kann ich das Bild nochmal zu dir rüberschmeißen? Ich muss mal eben mit meiner Frau Sonnenuntergang gucken. Oder machen wir hier einen Cut. Wie gesagt, wir sehen gerade voll den schönen Sonnenuntergang aus unserem Fenster. Sie hat sich immer ein Häuschen gewünscht, wo man Sonnenuntergang sehen kann. Pass auf, ich mache einen kurzen Cut. Ah, okay, doch nicht. Der Bio lässt euch zugucken. Da freue ich mich. Vielen Dank direkt mal an dieser Stelle, lieber Bio. Gerne. Dass du das immer alles mitmachst hier. So, Fensteraufnahme. Gott, ich muss mal Überraschungsei weglegen. So. Und? Na? So. Fenster, Railroad Extended Exit. Ach so, Moment, das ist die falsche Fensteraufnahme. Discord Stream. Flip. Da ist Bio. Sehr schön. Dann halte ich die Strecke mal durch den Wald. So. Ja, super. Ihr Lieben, ich mache eine kurze Pause. Bio übernimmt. Vielen Dank nochmal oder wieder mal an dieser Stelle fürs Übernehmen. Also wie gesagt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch die Raffinerie noch weiter ausbauen. Ja, wenn wir gleich hingehen. Ich komme dann gleich einfach dazu. Wenn es fertig ist. Ich bedanke euch. Das kennen wir ja schon. Ihr dürft auch ruhig ein bisschen dabei reden, so ist nicht. Das, oh, das geht das auch noch. Ja, also das wäre schon echt cool. Gut. Echt? Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Gut, Deutscher, wir sollen reden. Was sollen wir denn reden? Weiß nicht, hast du schon alles weggelöscht? Nee, hast Nein. Du brauchst du gerade neu? Ich hab weiter. Was wolltest du jetzt machen? Er sagte doch, da oben kann man eine Weiche anlegen. Achso, wolltest du das jetzt die Durchschiene doch machen? Er hat die Erlaubnis gegeben. Jo. Oder hast du das anders verstanden? Nö. Dann kann man hier auch in den Sonnenuntergang fahren. Huhu! Was? Ja, genau. Wenn es dir mal geben, ich warte mal drauf. Irgendwann kommt das bestimmt, ne? Wäre schon cool. Soll einen sich, ja. Tag-Nacht-Zyklus hätte was. Oh, hier geht's bergauf. Ich guck gerade, kommt das da hinten denn genau an? Aber hier ist ein Berg zwischen, ne? Ja. Ansonsten lege ich noch eine Kurve. Oh, du kommst auf die Kurve. Ja, ich sehe schon. Wo ist denn das gerade Stück? Hier. Dann passt das doch. Ja. Kommen wir dann um den Berg rum? Oder kommst du da vorher, kommst du vielleicht sogar hier schon rum? War das überhaupt die gerade Stück? Ja. Guck mal, es wäre doch viel cooler, wenn du schon hier rumkommst. Dann hast du auch keinen Berg dazwischen. Du, mit dem Radius habe ich sowieso keinen Berg. Okay. Dann wollen wir mal schauen. Ja. Ich schau mal kurz Raffinerie, was da so war.
so lange her, dass ich hier war. Hier der Holzablagesteg, den habe ich angepasst, weil sonst landet man direkt in den Rohren. Achso, ja, das hätten wir noch gemacht, das ist richtig. Das hatten wir und das hatten wir. Mehr hatten wir nicht gemacht, ne, richtig. Was für ein Radius soll ich denn hier nehmen? 100er? Oh, so groß wie geht halt immer. So, und wir wollten von okay, 150. Da kommen und von da. Die verbinden sich denn hier? Und von da. Machen wir hier einfach einen Kringel rein und dann geht das zurück. Ja, von welcher Seite aus willst du denn anfangen? Warte, ich komme mal hier. Ah ja, die Raffinerie ist ja sowieso Endprodukt, ne? Ja, von welcher Seite willst du anfahren? Von oben oder von unten? Na, wir hatten ja gesagt, dass wir von da hinten anfahren, wo du gerade hinguckst. Du warst ja. Durch die Berge kommen wir ja da, weißt du? Da ja. Kommen ja zwei Gleise, einer von Eisenwerk und einmal vom Mühlfeld hinten rum. Und ja, und wo wollen wir wieder wegfahren? Zusammen und kommen hier oben. Deswegen überlege ich ja gerade, ob wir einfach auf der anderen Seite einen Kreisel reinsetzen. Da hinten ist genügend Platz. Ja, und dann du musst sowieso an sich, du musst sowieso in diese Richtung reinfahren und dann wieder rückwärts rausrangieren. Ne? Naja, du weißt, was ich meine. Achso, man sollte vielleicht gucken, setzt man vor den Kreisel, bevor man an die Schienen hier kommt, damit du rückwärts rauf kannst? Also ich würde... Also Kollege, wenn wir von der Seite da hinten kommen, ne, dann würde ich vielleicht jetzt erstmal einmal außen rum fahren. Genau, das wäre rechts rum, außen rum zu fahren. Genau, und dann von hinten kommst und dann kannst du auch rückwärts an die Abladestellen ran. Genau. Ja. Dass du geradeaus zum B-Laden und rechts rum dann im schönen Kreis dann zum Entladen. Genau. Das ist doch ein Plan. Das machst du schon. Jo, das machen wir nachher. Jetzt machen wir deine Schienen da, was du da gerade abkürzt. Ja, erstmal muss ich gucken, dass ich da wieder hinkomme. Ja. Lass mich orientieren jetzt. Da lang. Ich glaube, ich setze erstmal einen Funkposten hin. Haben wir auch so einen Untergang, den, ne? Können wir nur in den Sonnengang schreiten? Ah, die Sonne blendet. Ah. Ich glaube, ich bin schneeblind, ich sehe nichts mehr. Ja, alles weiß hier. Wann sie das wohl wegmachen? Ich hoffe bald. Ja, ich finde meine Maus immer nie wieder. Beim Zugfahren, weißt du, wenn du in der F-Ansicht bist. Ja, kenne ich. Darum habe ich meine Maus auch auf schwarz geändert. Ja. Beziehungsweise, wenn du da hingehst, wo ich da jetzt rumstehe. Orientierung, ich glaube da, ne? Bin ich bald hier? Meine Güte. Hier müssten wir ja schon ein Gleis liegen haben, was da hinten durchgehen soll. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin schon zu weit. Zu weit? Also. Ist es das hier? Nein. Also in der Richtung muss definitiv ein Gleis liegen. Ich glaube, wir hatten eins gelegt, ja. Das sieht doch nach einem schönen Gleis aus. In einer Rechtskurve. Ach, du bist schon da. Kann ich das jetzt gerade ausziehen? Kommt das denn hin? Mal gucken. Deine Maus da. Direkt in Zweier.
Fest, null, kein Gefälle, passt. Oh, wie sieht das denn aus? Guten Tag. Oh je, hallo. Was macht er denn da? Gucken, ob man hier einfach gerade ausgehen kann. Wo denn? Du bist da hinten, ah, okay. Wo bist du denn? Versteckt. Geil. Oh, sieht gut aus, ne? Hier kann man das ganze Stück schon gerade ausgehen, genau. Dann mache ich das doch. Mach das doch. Ich weiß zwar nicht, wo du bist, aber mach das doch immer. Wir haben uns auch bemüht, fast durchgängig zu reden. Cool, danke. Ja. Da freue ich mich. Gerne. So. Ach, da hinten bist du. Das meine ich, haben wir aber doch sogar vorbereitet, ne? Von dem, ja, von dem Winkel her. Sicher, ist das... ob ich noch geradeaus gehen kann oder ob ich noch mal eine Kurve muss, aber geradeaus kommt genau. Kommt gut hin. Ich meine, das hatten wir auch so vorbereitet. Müsste ja hier so beim Eisenwerk ähnlich sein. So, hatten wir sonst noch irgendwo Optimierungsbedarf? Hier ist jetzt ein Gefälle. Ne, Optimierungsbedarf nicht. Du kannst hier bei mir helfen. Ich hätte jetzt hier vom Eisenwerk sonst versucht, durch die Schlucht zu gehen. Oder so. Ja, wir können beides tun. Sag, was dir lieber ist. Was du lieber hättest. Okay, dann sag's halt nicht. Ich grübel gerade, wartet, sorry. Ich muss einmal kurz. Ich muss auch mal nachdenken kurz. Das soll ja richtig laufen. Oh wei. Nicht überanstrengend, ne? Nee, ich überlege nur, ob ich in der Rechtskurve jetzt noch einmal ziehe und dann muss ich ja wieder nach links oder ob ich geradeaus gehen kann. Sackt zwar ein bisschen ab hier, aber sollte noch okay sein. Ich komme eigentlich gut wieder raus. Ich gehe mal noch geradeaus. Mal gucken. So, was war deine Frage? Ja. Okay. Ich habe gesagt, du kannst dir aussuchen, was dir lieber ist. Ob ich dir da helfen soll oder was. Ich mache erst mal alleine, mal gucken. Was du lieber hättest und dann kam einfach nichts mehr. Im Zweifel reisen wir nachher alles wieder weg. Und das kriegen wir hin. Da sind wir ja geübt drin. Der Zara würde jetzt sagen, das kennen wir ja nicht anders. Ne, dafür mache ich auch gekonnte nur 50 Meter Stücke, dann ist nicht gleich alles weg. Das gar nicht passt schlecht, schon. Gar nicht schlecht. Ich habe gerade eben auch kurz überlegt, machst du jetzt 100 Meter und dann habe ich gedacht, nee, mach auch wieder besser 50. Es ist einfach, es ist schlichtweg angenehmer für uns. Hier brauche ich jetzt 75. Und dann könnte ich hier 35. Das Stück ja eigentlich mit einer Brücke machen. Dann haben wir hier auch eine. Welche nehme ich denn da? Der haben wir noch nicht so viel. War ich nochmal 35, ne? So, Dodger, bei dir alles gut? Ja, ja. Wo bist du dran? Bist du irgendwo dran? Willst du irgendwo dran? Was? Was lachst du da schon wieder so? So hämisch. So. Ja. Das könnte man auch falsch verstehen, ne? Ja, natürlich, darum ging's. Dodger, wenn du es falsch verstanden hast, ist es genau richtig. Genau. Hast du genauso verstanden, wie es sein sollte. Genau, eigentlich ist es das. Das ist der Clou da dran. Lass mich doch darauf glitschen. Glitschen? Wenn du die Brücke, den Pfeiler genau triffst, dann glitscht du oben drauf. Echt? Ja. Aber will gerade nicht. So, ich habe mir hier ein Markierungsgleis jetzt noch gesetzt. Da müssten wir dann irgendwann wieder drauf zurückkommen, glaube ich. Hoffe ich, denke ich. Wir werden sehen. Ich komme dir mal vom Prinzip her entgegengelaufen. Wir schauen mal, ob das alles klappt. Bisschen die Uhr im Auge behalten. 17 Uhr haben wir. Stunde 20 an Aufnahme. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Bin ich gespannt. Ich könnte mir ja mal den Bio auf den anderen Bildschirm holen, ne? Ich glaube mal. So.
Dann sehe ich wenigstens so halb, was der da tut. So. Jo. Nein, er darf es nicht sehen. Warum? Das war nur so, als wenn ich es verstecken könnte. Ja, ist schwierig auf meinem Spielstand, aber ja. Ich sag mal so, nichts ist unmöglich, ne? Toyota. Ja, war das Toyota-Werbeslogan? Das war Toyota, ja. Ach krass, guck mal einer an, wieder was gelernt. Hatte ich tatsächlich nicht im Kopf. Frag mich halt gerade, was du da mit der Brücke machst. Hinsetzen. War das da nicht ewig? Eben? Das ist ja keine Ebene. Naja, ich hätte eine Ebene gehen können. Aber so war irgendwie cooler. Dann hätte ich aber noch eine Kurve machen müssen. Und ich dachte mir, wenn ich mir die Kurve komplett sparen kann eigentlich. Ja. Und dafür einfach nur eine Brücke hinsetze. Ja. Vor allem die normale Trestle Bridge haben wir auch noch nicht wirklich offen. Nee. Und ich finde, die passt da gut rein. Ja. Dann mache ich das doch und probier mal und schau, was du nachher sagst. Ich laufe dir gerade entgegen. Die Strecke ist doch länger, als ich dachte. Das ist tatsächlich eine sehr große Strecke, ne? Ja, und jetzt kommt dann hier die Linkskurve, genau. Das passt halt genau so hin mit dem geraden Stück. Sonst hätte ich jetzt erstmal einmal wieder nach rechts gehen müssen und dann gleich wieder nach links und oh, ich dachte, nö, da machst du Brücke. Also ich hab jetzt nicht im Kopf, wie wir da rausgekommen sind. Aber wegen dem Vorsprung da, genau. Wenn du da gerade bist, bist du relativ weit an der einen Felswand gelandet, ne? Weil zumindest auf meiner Karte sieht das da jetzt so aus, als ob du da versuchst, den Fels hochzuklettern. Aber hier die Karte ist ja auch sehr ungenau. Oh, schöner 200er Radius. Oh, das schmeckt. Ich schau mal. Das schmeckt. Huch. Na nü. Passt da nicht. Warum geht das so hoch? Habe ich nicht. Das sackt die ab, ja, okay. Ja, nächste Brücke. Ist doch auch wurscht. Erstmal gucken, ob der 200er passt. Sieht gut aus. Oh, der passt genau. Boah. Der kommt genau an der Kante lang. Finde ich gut. Ehrlich. Mehr kann ich leider nicht sehen. Gut, aber 200er, das wird's. Das probiere ich. 13,3. Oh je, er ist wieder was am Ausmessen. Oh je. Der Physiker ist unterwegs. Ich glaube, da ist noch was aus der Tasche gefallen gerade. Obwohl, hier ist echt alles eben, ne? Das ist interessant. Also ich wundere mich, wie gesagt, dass es da bei dir so absagt und das mit der Brücke und allem. Ja, die hat mir vor auch nicht gesehen, aber... Eben. Nee. Naja, was soll's. Egal. Die Strecke auf Null ist sie auf Null. Was willst du da machen? Jo. Ist halt der Boden, ne? Das passt dann halt so mit den Brücken an. Ja, hier sieht man's. Obwohl, hier ist, wie gesagt, hier an der Wand ist praktisch alles eben. Und da links sackt so richtig der Boden weg. Ja. Ja, da hat man hier nur so ein ganz schmales Stück, wo man langfahren könnte, ohne Brücke, aber... Ja gut, könnte man sich halt hier so voll durchschlängeln noch, ne? Mach ich hier jetzt schon eine Brücke ran? Das weiß ich nicht. Ja, ne? Da ziehe ich auch wieder die Holzbrücke ran. Was hast du auf 50 Meter? Das sieht doch schnieke aus, guck. Also hier wäre komplett eben. Was macht unser Bio? Der fährt einfach auf der anderen Seite. Und er so, das ist mir voll egal, was ihr denkt. Ich fahr hier drüben, so. Boah, aber das sieht schon wieder richtig, richtig geil aus, ne? Man kommt da von der Brücke, hat hier so einen richtig schönen, großen, seichten Bogen und dann zack wieder auf die nächste Brücke. Das sieht wieder richtig gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Was hast du hier für Stücke genommen? 50er wieder? Natürlich. Ich will mal was probieren. Der Dodger hat mir nämlich was gesagt. Der hat gesagt, du pass auf. Wenn du schon 50er Stücke nimmst, macht der den Bogen anders. Mach mal kleinere Stücke, dann wirst du das sehen. Ich versuche das jetzt mal hier auszuprobieren. Ja, hat er recht. Ich komme jetzt nicht mehr an dem Berg vorbei. Ja, das bei 200 Meter wussten wir das ja. Aber ob das jetzt bei 30 auch so ist? Ich versuche mal 30 Meter. Ja. Nee, ich meine hier hinten. Da hatte ich ja gerade gemessen. Ja. Jetzt kommst du nicht mehr an den Berg ran. Ja, ist das gut oder schlecht? Bist du jetzt weiter vom Berg weg oder nicht? Ich bin jetzt im Berg drin. Hä? Ja. Das ist aber wirklich komisch dann. Gehe ich auf 180. Da muss ich den Kram wieder wegmachen.
Also bei 30 Meter merke ich keinen Unterschied, Dodger, zu 50 Meter Stücken. Ich habe jetzt nur. Doch, wann, wie lang du die Stücke machst. Ich habe jetzt 30er gemacht. Und wir haben ja normalerweise 50er. Sieht man keinen Unterschied. Aber ich glaube, bei 100 oder was sieht man das dann? Das sieht man auch bei uns da am Ölfeld. Da sieht man auch, dass das nicht mehr ganz gleichmäßig ist. Huch. Ach ja, du hast ja gesagt, du machst ja alles weg. 180 oder meinst du? Oder sagen wir 190 versuchen. Ich kann auch 190 mal versuchen, wenn du willst. Kannst du? Ja. Machst du 190 und ich 180, dann haben wir beides. Oh je. Nein, mach erstmal. Du läufst gerade schon, ne? Ich lauf, ja. Ich habe hier schon erste 50 Meter Stück ist da. Dann schauen wir mal. Kannst du hier dann schon mal dann die Brücke schnappen. Es geht ja jetzt hier so richtig steil. Das sieht schon irgendwie auch witzig aus, ne? Wie so der Damm wächst, so richtig so RIP, da ist er. Ja. So. Okay, ich glaube, ich habe die Brücke dann schneller, wie du da bist. Okay, ja, dann bring ich ab, zack. Ne, komm ruhig hier hin. Hier, das ist eigentlich ja immer noch dein Projekt. Ich wollte nur luschern. Ich wollte nur neugierig sein. Also jetzt gehen wir mit einem riesen Abstand wieder dran vorbei. Das ist interessant. Echt? Dann setz hin, mal gucken. Ja. Oh ne, da, wo du jetzt bist, das ist interessant. Kommst du da durch? Locker. War wirklich locker. Ich habe jetzt hier aber immer noch in der Kurve, ne? Ich bin hier immer noch in der Kurve. Sieht doch gut aus, ne? Schauen wir mal. Ich glaube, jetzt kann ich den sogar einfach geradeaus weiterführen, ne? Ja, das ist wieder normal ein Bahndamm, ja, ne? Ja, ich setze erstmal an und laufe ein bisschen damit und guck mal, wie sich das entwickelt auf dem Weg. Tada, tada. Und bitte drehen. Bitte ohne. Natürlich wieder falsch rum gemacht. Wieso machst du sowas? Weil alles andere ist langweilig. Noch ein bisschen Action sein hier. Oh, das sieht doch gut aus. Kann ich erstmal sehr viel geradeaus rennen und dann sehe ich da auch wieder was runterfallen. Ja, aber. Passt, ne? Oder? Bis jetzt? Ja. Wie das richtig sehen, kann ich hier denn wieder eine Brücke machen? Weil hier muss ich, kann ich auch noch weiter geradeaus, ne? Oder? Ach ne, hier muss ich sogar nach rechts, da kommt ein Berg. Ja, verstehe. Mein Gott. Und den müssen wir denn hier rum. Genau. Wie weit hast du da jetzt gezogen? Wie viele Meter? Ja, genau. Okay. Ich komme dir schon mal entgegen. Ich habe irgendwann bei dir am Bildschirm was mit 170 gesehen. Also 100 liegen jetzt hier. Bin jetzt gerade an der 150 dran, aber ich habe so das Gefühl, ich sehe auch schon den Berg, um den man drumherum muss. Kann das sein? Ja, wo bist du? Bist du da vorne hier? Ja, zu deiner. Da bist du. Wo sind die Schienen? Ich habe jetzt hier noch ein 50 Meter Stück in der Hand. Wo ich hier stehe, ist jetzt nochmal 150. Nee, mach mal schon mal Rechtskurve. Okay. Welchen Radius? Achso, messen wir jetzt. Ja, lauf mal einfach, genau, schauen wir mal. Also sowas so ungefähr, wenn du hier jetzt wieder gerade kommst, wäre das cool. Aber hier muss man dann Linkskurve reinsetzen. Moment. Bald. Wenn ich dich jetzt wieder finde, wo bist du denn? Wo ist er? Da. Also ich könnte dir hier anbieten, hier ist 200. Wo hier? Hier, wo ich stehe. Hier ist jetzt 200er Radius. Nee. Weniger? Was? Wie viel kriegen wir hier hin? 160. Da, wo du jetzt stehst. Das hört sich doch gut an. So, dann machen wir das doch. Oder machen wir 150, aber Luft. 150 ist ungefähr hier, an dem Baum, kannst du sagen. Ziemlich genau an dem Baum. Das sind auch fast 100 Meter. Das nimmt sich denn nicht viel. Ja, dann machen wir 150. Okay. So, 50. Und dann kann man noch ein Stück geradeaus ransetzen und dann geht schon links rum. Bleib aber bei Bahndamm, ne, wenn wir jetzt hier in die Kurve gehen. Ja, nö, das ist okay. Hier geht's ja jetzt nicht. Wir fahren ja drum rum. So, hier. Und nu? Wo muss ich jetzt hin? Oder wo willst du hin? Das waren jetzt die 250 Meter? Genau, das sind jetzt 100 Meter mit 150er Radius. Genau, und jetzt gehen wir ein Stück geradeaus. Erstmal 50er. Würde ich sagen.
Und ja, dann bin ich vorgelaufen. Müssen wir nach links. Ich bin hier Azubi. Schneller. 50 Meter geradeaus, ja, ist ja okay. Dann kannst du die Halle fegen. Besser ist das. Also soll ich jetzt noch nicht links rum, weil ich bin jetzt hier auf der Geraden. Ja, jetzt machst du einen 50er gerade. Okay, mach einen 50er gerade. Ja. Ich will das austesten, ob das dahin passt. Ja, und okay. Jetzt gehen wir dann nach links. Das ist ja wie auf der Modellbahn. Nee, jetzt eine gerade, nee, jetzt wieder eine Kurve. Ja, manchmal ist das so. Gerade hier drin in diesem komischen Gang. Oh, hier hinten. Die ist gerade mal zur Hälfte durch, Oha. Echt? Ja. Oh, das wird. Ich glaube, das 50 Was? Grad kannst du knicken. Wie viel also, Radius ich hab, das jetzt? Ich habe jetzt hier 150er Radius. Hast du schon? So, guck mal, wo ich hier hinrenne. Ich renne hier immer noch auf die Felswand zu. Nee, dann nehmen wir das gerade wieder raus. Also ich wollte gerade sagen, das 50 Grad können wir rausnehmen. Hätte ja passen können. Ja, ist ja nicht schlimm, aber. Nö, ist okay. Ist so. Dann halt so. Nicht verwerflich. Dann gehen wir halt von da, wie gesagt, direkt in die andere Richtung. Jo. Bei dem Radius würde ich behaupten, ist es immer noch okay. Da vielleicht gehört da ja. Dann wieder ein 200er dran. Schauen wir dann. Ach, ich wollte wieder Licht anmachen. Einen Moment bitte. So. Ah, da kommt er ja schon wieder angelaufen. Der alte Marathonrentner. Ja, der rennt auch erstmal durch und guckt, was passt. In 200er. Ja, ja also da bin und? Ich mir ziemlich sicher. Das sieht sehr, sehr gut aus, wo du da gerade lang rennst. Sieht richtig gut so, aus. Soll ich auf den Schienen laufen, warte? Ja, aber das würde ich behaupten, passt hervorragend, oder nicht? Ich renne schon mal zurück und baue schon mal, ne? Also soll ich mal so ein 200er Stück setzen? Kannst du mal machen, aber ich denke, wie gesagt, mach mal ein 200 Meter Stück. Aber eigentlich kommt ja nichts, weswegen wir das aufspalten müssten, ne? Ja, mach mal. Ja, es ging ja einfach nur um die Gleichmäßigkeit. Irgendwie hat der Rechner da ja, ja. Trotzdem immer was anderes draus gemacht. Deswegen, ich setze jetzt mal, du hast jetzt 200 Meter mit einem 200er Radius. Setz mal, genau, setzt du mal 50er. Genau, jetzt setze ich mal 50er. Nehmen wir mal, hier ist nicht viel, ne? Dann kann ich mit Bahndamm 1 arbeiten. So, nicht erschrecken, ich habe jetzt natürlich noch 150 drin, so 200. Junge, ich bin fast eine ganze Schiene weiter innen, schon bei 50 Meter. Wahnsinn. Ehrlich jetzt, hier, guck dir das an. Kann ich nicht, ja, muss doch. Die loslaufen, so. Oder muss das bauen. Das ist richtig krass. Das ist richtig, richtig, das glaubt ja eigentlich keiner. Dann finde ich den großen 200 Radiusmeter hier eigentlich ganz angenehm, weil der hat ja den größeren Radius, ne? Ja, witzig, guck mal hier, ich komme wieder dahin zurück. Achso, dann machst du jetzt eine engere Kurve? Nee, ich mache eine gleichmäßigere. Das ist echt? Ja dieses Banale, irgendwie, wie gesagt, das Ding ist am Anfang, ist das immer teilweise steil, dann in der Mitte geht das ja teilweise auf eine Gerade fast über, also ne, dehnt die Dinger unheimlich und dann hier komisch, am Ende ne? Ist das Ding wieder steiler, guck. Oder nehmen wir deinen. So, der ist jetzt halt in dem Sinne, ich sag mal, gleichmäßiger. Ich ja. Finde es trotzdem gut zu wissen, dass man zumindest am Ende, ich sag mal, eigentlich wieder auf den gleichen Punkt kommt. Achso, wie viel braucht man denn hier? Soll ich weiterlaufen? Oder müssen wir hier durch? Ich jetzt gar nicht geguckt. Müssen wir hier durch? Ich hab gar nicht geguckt. Nee. Warte. Oh, wir müssen noch weiter nach links. Wir haben ein Riesenproblem, ne? Guck mal hier, wir müssten viel weiter hier rüber. Guck mal, hast du das jetzt doch, ne? Ich hab dir eben extra gefragt. Nee, guck mal hier, ich war ja nicht bis zu diesem Felsen hier gerannt. Guck mal, hier ist ja der nächste. So weit bin ich ja gar nicht gelaufen. Ah, den hatte ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Ja, das ist unser Problem. Die Aussparung. Ja, die ist größer als gedacht. Oder wir machen das andere Stück, machen wir doch hier. Größer, dass das weiter da in dem Felsen landet. Ja, hier nicht die Linkskurve kleiner, sondern davor die andere Kurve. Die machen wir ein bisschen naja, größer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einfach auf einen 100er Radius, was ja auch sehr angenehm zu fahren ist, und schauen mal, wie das kommt. Also 150.
Sei doch nicht so geizig, geh mal 100er. Also 150. Gut, du machst 150, ich mach 100. Die können wir auf jeden Fall auseinanderhalten. Einfach schon. Ich meine, wir haben ja echt viel Spiel gerade. Bist du sicher, dass wir das auseinanderhalten können? Naja, meiner wird der sein, der ganz innen ist, und deiner, der irgendwo außen ist. Wenn nicht, dann würde ich mir echt Gedanken machen. Wenn wir hier 160 oder 180 draus machen würden, ne, dann kämen wir ja irgendwo hier an. So, und dann wieder direkt andersrum. Dann würde das richtig gut passen. Könnten wir bestimmt nochmal mit 180 dagegen steuern. Aber du willst ja immer hier so enge Kurven fahren. 100 Meter Kurven. Enge Kurven. Ja, voll gut. Überleg, dass wir Wände schleifen mit 50 haben. Ey, jetzt buddelt ja. Er mich hier ein. Also sofort. So. Vor allem, weil wir ab oder die Schienen. Vor allem, weil wir Wände schleifen mit 50 haben und das funktioniert einfach. Also ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum hier Schienenlegen nichts kostet. Genau aus diesem Grund. Naja, gut, wenn du das Geld wieder kriegst beim Löschen, ist das ja kein Ding. Hä? Ich habe einen Follow bekommen gerade eben. Cool. Ja, lieber Nero, vielen lieben Dank für den Follow. Schön, dass du dabei bist. Ich hoffe, wir hören uns dann gleich im Stream. Sehen die Leute das? Dass ich hier aktiv bin und in meinem Chat was läuft? Weiß ich nicht, ich hab den nicht offen. Ich auch nicht. Das wäre ja auch witzig, wenn die ganze Zeit sehen, dass der hier läuft, benehmt euch und sowas. Und dann, wie gesagt, passiert aber einfach nichts, weil einfach kein Bild dabei ist. Naja. Ich danke dir für den Follow, Nero. Schön, dass du dabei bist. Vielleicht hören wir uns gleich live. Würde mich freuen. Oh nein, jetzt komm schon. Er darf das nicht gewinnen. Er darf es nicht gewinnen. Ich habe so eine krasse Kurve gezogen, dass ich auf der anderen Bergseite rein bin. Ja, okay, aber du hast gewonnen. Ja, sehe ich. Also ich hätte vielleicht mal gucken sollen, wo ich hin muss. Ich glaube, mit 120 hätten wir es. Oder wir bauen eine leichte Steigung ein. Hier, ich mache dir gerade mal mein letztes Stück. Wird dir gefallen. Woher muss ich denn überhaupt hin? Na, er baut es nicht. Nee, er baut es einfach nicht, weil ich hier durch den Felsen durchbuddel. Schade. Kannst also du mir sagen, wo ich geradeaus muss, theoretisch? Ja, nee. Passt das schon hier? Hier irgendwo. Welches wirst du, wo deine Schienen sind? Innen. Ja, gut. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich glaube, hier ist schon gut, ne? Huch, was habe ich denn gedrückt? Ha, ach, das gibt eine Anleitung. Guck mal an. Ja. Die gibt's. Ja, nee, die hier müsste ganz gut kommen, wo ich gerade bin. Habt ihr übrigens laufen sehen. Also, danke. Das freut mich. Ah. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank an dieser Stelle, an die liebe Mitna, fürs Überprüfen. Also, sie sagt, nein, man sieht nichts. Das war jetzt einfach ein Zufall. Also. Aber vielleicht ist das das, was du sagst, dass die Leute teilweise auch die Twitch-Videos später noch gucken. Jo. Meinst du, ich sollte die auch länger online lassen? Ich glaube, die werden bei mir nach 2 Wochen, werden die, glaube ich, gelöscht. Also machen wir 120? Oder bleibst du bei 100? 100 gut? Jetzt spricht er wieder nicht. Mach mal 120. Also 150 ist, wie gesagt, passt definitiv leider nicht. 140 wäre ganz knapp vermutlich, aber das ist irgendwie eine doofe Zahl. Oder machen wir 130, geht auch. Machen wir 120. Das ist eine gerade Zahl. Ich mag gerade Zahlen. Echt? Ja, 130 ist auch eine gerade Zahl. Nein. Doch. Das ist eine 3, ist ungerade. Ja, ist doch schön. Kannst du ableiten von der 13. Ja, nö. Ist doch eine Glückszahl. Gerade du 13, so bringt Pech. Weiß doch jeder. Dann machen wir 140, wenn du nur gerade Zahlen willst. Nein, 120. Das ist ja okay, ich mach 140. Warum kann ich alte Männer nicht löschen? Was stimmt nicht mit dir? Hä? Es sind 120, okay. Ich kann dir den Bildschirm freigeben, wenn du willst. Doch, aber ich denke, das sieht man auch schon. Gerade der Anfang, wenn das passt, dann passt das so. Gerade der Anfang war sehr nah an deinen Schienen. Bis wohin denn?
Ich mache ja. nämlich gerade das gleiche wie du. Ich ziehe jetzt hier einfach fröhlich meine weiß. Schienen. Ich glaube, das. Warte mal. Ich glaube, das ist schon. Mit 50 Meter Stücke. Halt mal dein Meterstück in der Hand, bitte. Ja, habe ich. Ich lauf mal kurz mit dem geraden Stück los. Das Meterstück in der Hand halten. Kein Problem, für dich tue ich das. Danke. Aber nicht dran spielen. Warte, extra für dich, hörst du das? Pringles! Ja, tatsächlich. Passt das? Oh, verdammt. Ich kann auch eine 20 Meter Kurve machen. Also hier, wo ich jetzt stehe, ist 50 Meter Kurve. Da, wo du stehst? Hm? Und dann geht das in diese Richtung weiter? Warte. Ich richte mich der Schiene nach aus. So. Ja, hier lang. Okay, dann bauen wir. Bitte. Das ist ja voll der Knick nach hier. Ich habe gesagt, hier lang. Ich habe doch gesagt, ich richte mich nach der Schiene aus. Und du hast gesagt, ja, bau mal. Ach so, ich dachte, du meinst, du redest die Schiene nach mir jetzt aus. Ich so, habe mir extra hingestellt, hier lang. Ja, extra hier lang. Ja, hier, ist ja okay. Hier. Ja. Brauchst ja nicht gleich, also, ne? Ich will Lampen und so ein Kram haben, die ich hier hinballern kann. Boah, das wäre richtig geil. So hier so Landvermessung, weil einfach so die. Genau. Die Pinne oder hier setzen. dieses Kreuz vor den Zügen, was so blinkt er. Hier hin. Andreas Kreuz, ding. Ja. Ich glaube, wir versuchen es einmal mit 30 Meter. Das ist jetzt halt grob geschätzt. Nö, passt nicht. Bist du sicher? Ja, das sieht so wie vorher aus, was im Berg landet. Deswegen stehe ich genau hier. Passt nicht, siehst du? Genau an mir vorbei. Ja, aber geht doch hier genau richtig. Was willst du denn? Es geht um den Berg, der weiter hinten kommt, ne? Moment, oder passt Berg. Das jetzt hier? Ich sehe keinen Berg, ich bin nicht weit gelaufen. Ah, ich bin so weit schon gelaufen. Ja, dann ist ja schick. Ja, dann mach gerade jetzt. Boah. Ja, ich wollte halt auf Nummer sicher gehen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Was macht Dodger eigentlich? Ich weiß es nicht, aber ich weiß nicht. Er ist Dodger ruhig. Power. Das ist eigentlich. Wenn wir ihn das nächste Mal sehen, hat er ein eigenes Imperium da hinten aufgebaut. Vermutlich. Der hat sich einfach abgespalten, hat seine eigenen Bahnhöfe, das ist dann wie so bei Transport-Tycoon. Dann kriegen wir so ein Angebot. Dodger möchte ihre Firma aufkaufen. Genau so ist es. Nehmen Sie das oder wie bei Anno, ihre Insel wurde aufgekauft. Ah, okay. Das kenne ich nicht, leider. Anno 1800? Da kannst du ja von den Inseln Aktien kaufen. Das sind, glaube ich, immer so 6 oder 5 Parzellenaktien. Wir müssen auf jeden Fall hier hinten irgendwann wieder in eine Rechtskurve, ne? War das so geplant? Nee, Linkskurve, ne? Das kann auch sein. Nee. Boah, dann ist ja schon das Endstück. Müsste nach links gehen, denn. Nee, wir müssen hier erstmal nach rechts, sonst fahren wir da doch wieder auf dem Felsen zu. Der linke Felsen, kommen wir nicht dran vorbei? Ich denke dahinter nicht. Wäre dann direkt die Linkskurve. Ich schau mal hier. Ich zieh schon mal eine neue Kurve. Ich lauf das jetzt einfach. Mach das. Gib mal Daumen. So. Ich zieh schon mal eine neue Kurve. Okay. Ich denke, 25 Meter wären besser gewesen, oder? Hast recht, muss ein bisschen weiter nach rechts. Meinst du 25 Meter reichen? 5 Meter weniger Kurve. Wie viel Platz haben wir denn da nach rechts? Weil wenn ich jetzt sage, nee, pass auf, ich mache sicherheitshalber nur 20 Meter, landen wir nachher wieder auf der anderen Seite. Also ich würde sagen, wenn wir so 3 Schienen weiter nach rechts kommen, passt das auf jeden Fall. Dass wir dann bis zur Linkskurve düdeln. Keine Ahnung, was 3 Schienen sind. Na, 3 Schienenbreiten. Ja, okay, aber ich ziehe ja hier jetzt in eine Kurve. Ich ziehe ja weniger Meter in eine Kurve. Kommt er nicht noch weiter nach links? Ist das nicht die falsche Seite denn? Passt. Nach rechts kommen wir dann. Echt? Ja, normal schon. Wenn ich die Kurve kürzer mache, ist ja weniger Winkel da. Ich komme gerade mit Schienen, um Ihnen das zu beweisen. Ich könnte mir vorstellen, es passt. So, schauen wir mal. Das sieht doch gut aus. Ja, hoffentlich. Probieren wir. Gehen wir gerade durch. Ja, hoffentlich. So? Hast du die alten Schienen da schon gelöscht? Nö, lass ich erstmal liegen. Okay. Vielleicht brauchen wir sie nochmal. Im Leben nicht. Vergessen wir locker. Aber wenn das da jetzt durchpasst, am Berg vorbei, sieht das gut aus? Weiß ich nicht. Ich sehe nur Bäume. Wenn der Host nicht sieht, wer soll denn sonst was sehen? Wo guckst du denn hin? Auf den Boden. Sieht gut aus.
Sieht sehr gut aus. Dann lösche ich die Schienen jetzt. Zack. Das ist eine sehr, sehr schöne, lange, gerade Strecke. Könnte mir ja, sehr ne? gut vorstellen, hier Abstellgleise reinzuhämmern. Ja, ich weiß. Könnte man tatsächlich machen. Andererseits, wer soll hier was hinstellen? Das frage ich mich halt gerade auch. Ja gut, was ich mir jetzt überlegt hatte, Raffinerie, wir kommen jetzt von der unteren Seite, wenn du die Map aufhast, ne? Scheißegal. Ach, du kannst das ja bei mir sehen. Siehst du meine Maus ja, ne? Nee, dafür ist das Bild zu klein. Ich habe dich ja als kleines Bild, damit ich noch das OBS sehe. Achso. Wir kommen ja von unten so gesehen und ich habe mir gedacht, dass man erstmal rechts an der Raffinerie vorbeifährt. Ja. Und dann so gesehen von oben auf die Abladestellen kommt. Und rechts geht ja, kommst du dann so gesehen auf der Aufladestelle, gehst du durch und dann kommst du oben direkt bei den Abladestellen an, weißt du? Dann fährt man praktisch, ich sag jetzt mal und rückwärts, in der Linksweiche rein und go. Und ja, genau. Und dann kannst du hier so gesehen direkt auch zurück, entweder Richtung Eisenwerk oder Ölfeld oder halt weiter zum Depot, ne? Wir müssen uns schon irgendwann mit der Strecke vom Eisenwerk treffen. Aber ich glaube, wir müssen schon wieder 50 Meter abreißen und in eine Kurve gehen, ne? Aber bei der Raffinerie kann man dann nämlich, wenn du einmal rumgefahren bist, direkt rückwärts an die Abladestellen ran, weil da sind ja diese kleinen Stellen und so weiter. Ja, genau. Weil man fährt im Prinzip an den Abladestellen vorbei, die sind dann zur linken. Genau, und fährst dann einmal rechts ganz drum rum. Dann kann man rückwärts da reinfahren. Ja. Ja. Finde ich gut. Gefallen gut. Ach ne, hier kann man doch noch ein bisschen geradeaus. Ich bin mal 100 Meter vorgelaufen. In die Linkskurve kommen. Ja, wie groß machen wir die? Bin mal 100 Meter vorgelaufen. Ja, so, dass wir rumkommen. So groß machen wir die. Okay. So wie wir es immer machen. Ja. Hinlegen, probieren. 200 scheint zu klappen. Ja, denn? 200 scheint sogar gut zu klappen. Sollen wir 250 nehmen? Einfach, weil wir es können? Nein. Echt nicht? Nein. Okay. Dann will ich 200. Ja, ist mir wurscht, kannst du ja aussuchen. Was? Also 250 passt, ich bin hier, bin ich mit 250. Echt? Ja. Mit 2 bist du hier? Ja, genau jetzt im Prinzip in dein Ass. Also so richtig in dein Ass. Hier brauchen wir denn nur wieder geradeaus, ne? Ja, der richtig. Macht 250, ist okay. Ja, Moment, jetzt machen wir ja 50er Stücke, dann landen wir ja wieder woanders. Das ist richtig, noch weiter in. Ja, passiert. Mach 2,30. Echt jetzt? Nicht 2,50? Mit ja, 2,30 landen wir noch weiter in. Ah, richtig. Ja, nee, mach 2,50. Mal schauen, wo du landest. Stimmt. Oh Gott. Hast du dir gemerkt, wie viele Meter wir brauchen? 200. Gut. Das Schöne ist einfach diese Selbstsicherheit bei diesen 200. Ja, 200. Okay. Danke. Einfach. Mach das jetzt. Ja, okay. Also, ich mach mal. Also, ich habe jetzt hier 150 Meter Schiene. Ich glaube, der Bahndamm ist zu klein. Ja, der Bahndamm ist zu klein. Wow, ich muss den anderen nehmen. Weil der hier irgendwie wieder ein bisschen absackt. Ach, da bist du doch. Hallo. Ich war schon weiter vorne. Hallo. Ah, das wird auf jeden Fall eine lange Strecke, die wir freiräumen müssen. Oh, sieht doch gut aus. So, hier bin ich jetzt mit 50. Zack. Ist, glaube ich, schon zu weit rum, ne? Ich glaube, jetzt kannst du schon geradeaus einfach. Ich glaube, wir sind schon zu weit rum. Na, nachher müssen wir sowieso nochmal nach rechts. Also eigentlich passt das. Ja. Ja, nach rechts geht es ja zur Raffinerie und dann kommen wir da hinten, müssen wir ja auch mit dem Eisenwerk zusammenstoßen. Genau, da habe ich irgendwo einfach eine ewig lange Brücke in die Landschaft geschmissen. Ja. Ja, der Dodger ist zu ruhig, ne? Ja. Vielleicht sollten wir den gleich mal kontrollieren gehen. Guck schon immer auf die Map, da irgendwo ein Warnsignal leuchtet. Aber ja, nicht. Aber das Problem ist, der ist immer da an der gleichen Stelle. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht ist er einfach ein bisschen am Rumfahren, weißt du? So nach dem Motto, ja, macht ihr da mal, ich eier hier ein bisschen durch die Gegend. Nee, der ist immer auf der gleichen Stelle. Der gründet da sein eigenes Imperium. Ja, ich sag es dir. Ich sag es dir. So sieht's aus.
Kommen gleich 3, 4, 5-fach Traktionen. Steht dann überall nur Dodger drauf, vorne die Fahnen dran. Ne, ich glaube, wir müssen die Kurve wieder etwas verkürzen. Dann könnten wir hier die ganze Zeit noch geradeaus durchgehen. Jetzt muss er nach rechts. Ja, aber wenn ich die Kurve hinten verkürze, ne, also wieder weniger Radius, guck mal, dann könnte ich bis hier vielleicht durchgehen mit geradeaus. Hä? Stell doch nicht wegen der kleinen Kurve, die früher anfängt an. Ist ja okay. Die 50 Meter. Ne, wieso? Ich könnte doch dann hier ohne Kurve komplett durchfliegen. Bis hier hinten, wo ich gerade bin? Ja, denke ich. Ich meine, geradeaus kommst du auch nicht mehr, da kommt der Berg, ne? Vom Eisenwerk. Das halte ich für ein Gerücht. Du musst jetzt hier, wo ich stehe. Wenn ich wüsste, ist wo mich du hier bist? Rechts? Ne, ich sehe hier eine freie Stelle. Ach ja, guck mal da, da ist er doch. Hier musst du hin. Ja, guck mal. Und hier geht's dann geradeaus, also ja, hier kommst du dann mit dem Eisending zusammen. Boah, nee, da müssen wir früher anfangen. Das wäre jetzt eine 110er Kurve. Das ist zu steil. Da fliegen Was? Wir ja raus. Was? Da fliegen wir ja raus. Ich mach die Kurve, ich mach hier das Stück gerade weg. Oh nein, 110. Oh. Sollen wir echt hier eine 100er Kurve machen? Boah, jetzt haben wir hier, nee, wir haben hier so viel Luft, wir nutzen das jetzt auch so richtig dekadent. Nee, das, nee, also, Abbruch. Das ist okay, ich stehe hier, damit du weißt, wo du hin musst. Achso, ich muss mein Ü-Ei noch zusammenbauen. Du musst dein Ü-Ei noch zusammenbauen. Aber ich freue mich, dass du da stehst, damit ich weiß, wo ich hin muss. Ja. Wir wissen, was das hier für ein Boot mit Wasserpistole vorne ist. Ah, cool. Ich freue mich ja, wenn da wirklich noch was Sinnvolles drin ist. Die letzten Ü-Eier, die ich ausgepackt habe, das waren alles nur so Sammelfiguren, wo ich mir gedacht habe, boah, das hättet ihr euch schenken können. Die 12 Gramm Plastik. ich sehe dich gar nicht. Doch, da ist er. Oh, das sind, fast 100 Meter Kurve abgefahren. Du, soll ich dir was sagen? Da kann ich über 250er Radius machen. Boah, okay. Ey. Das wird fast ein 300 Meter Radius. Auf 150 Meter ist aber zu viel. Nö, geht eigentlich. Boah, ey. Der 300 Meter Radius, weißt du, was das heißt? Das heißt, wir können dann mit Dodger Power langfahren. Das können wir mal ein 100er. Nein. Das geht wetten. Nicht. Nein. Nee, ich will nicht mit dir wetten, das gewinnst du ja. Das ist eine doofe Wette. Du hast doofe Ohren. Hey. Geht. Ach, das soll ein Löschboot sein, verstehe. Ja, was dachtest du denn, was ein Boot mit Wasserpistole ist? Na, die haben da einen Hydrant vorne drauf geklemmt. Ja, den hatten sie halt noch im Portfolio. Der war noch übrig, hey. Der musste noch weg. Ah, das wird aber, nee, ich glaube, das wird eine 30 Meter Kurve. Oh, 30 kommt wieder Müll. 35. Also auch da, wo du stehst, müssen wir dann geradeaus weiter. Ja. Vielleicht. Ja, dann baue ich jetzt mal so. Müssen wir mal gucken. Ist jetzt 35 Meter Kurve geworden. Dann hätte ich mal besser 40 gemacht. Ich hau dir jetzt genau die rechte Schiene durch den Schritt. Oh, gönn dir. Ja. Nee, viel Spaß. Gönn du dir. Oh, bupp. Ah, ne. Oh. Oh, Entschuldigung. Na, nö. Ja, das ist was viel. Das ist interessant. Wenn ich in eine Kurve gehe, geht das höher. Oh. Ups. Entschuldigung. Wollte ihn das nicht in Schritt hauen. Also es geht doch, aber... So, jetzt aber. Können wir jetzt bitte wieder hier ernsthaft mal arbeiten? Wir müssen uns beeilen, sonst hat der Dodger uns bald überholt. Mit dem Imperium? Ja, kann doch nicht sein, dass wir jetzt eine Zeit länger brauchen wie der Dodger da. Das ist auf jeden Fall eine verdammt lange Strecke. Ich hätte ja echt mal Lust, einfach zu wissen, wie viel Meter Schiene haben wir hier gelegt. Würde mich wirklich mal interessieren. Aha, ich sehe da drüben die Holzbrücke. Okay, hier ist so ein kleines Hügelchen, ne? Ist das richtig, dass wir da rechts rum dran vorbeifahren? Das ist so gewollt? Entweder fahren wir hier, warte mal. Entweder fahren wir hier durch, wenn das nicht zu hoch wird, dann kommen wir da auch direkt hin. Oder wir gehen vorher nach links auf die Dings zu.
Können wir beides machen. Passt das? Ja, sieht doch gut aus. Also hier bin ich jetzt, wie gesagt, mit den Schienen. Wir können jetzt leicht nach links oder sowas, oder? Ja, jetzt können wir uns mit den anderen verbinden, mit deiner Holzbrücke oder was. Ja, die habe ich eigentlich tatsächlich nur aus optischen Gründen genommen, damit wir die wiederfinden. Ich habe eigentlich gedacht, wir kommen hier links von dem Knubbel, weißt du? Hier habe ich gedacht. Guck mal, hier ist dieser Knubbel. Ich habe tatsächlich gedacht, wir kommen hier links von dem Knubbel raus. So, na gut, ich habe jetzt den direkten Weg zur Raffinerie so gesehen. Ja, ist ja auch vollkommen richtig. Ja, vollkommen richtig. Dann baue ich hier jetzt einfach weiter geradeaus. So ist ja nicht. Die war ja, wie gesagt, einfach nur dahingeschmissen, maximale Länge. Damit wir das überhaupt finden. Das ist ja immer, man sagt das immer so, ja, wir verbinden uns dann da vorne. Ja, da bringt ja alles nichts, wenn du den Krempel nicht mehr findest. Und da sind wir halt auch wieder bei der Schneeproblematik. Das ist gar nicht so einfach, hier Schienen zu sehen. Zumindest mit Bahndamm. Aber kann das sein, dass wir hier jetzt ganz schnell in eine Kurve rein müssen? Schon gesagt, lauf nicht zu weit geradeaus. Langsam müssen wir nach links. Richtung Eisenbahn. Wo müssen wir denn hier nehmen? Mit dem hier müssen wir vor allem erstmal nach rechts, ne? Oder nicht? Hey, wieso, was willst du denn rechts? Ach so, auch links. Du hast ja recht, ja. Mit dem hier, ne? Also ich nehme hier nochmal gerade das Gleis von der Ölfelder. Achso, ja, mit dem müssen wir sowieso gucken, wo wir jetzt hier links rum, ne? Zusammenkommen, genau. Weil hier vorne geht es wieder hoch. Das passt genau. Nicht. Nee, da kommen wir nicht drum herum. So, dann machen wir links. War schon wieder so ein Mini-Radius. Ich nehme mal 250, dann fahren wir hier genau dran vorbei. So, die Frage ist, müssen wir dann links rum bleiben? Ja, ne? Wir müssen sogar leicht links sowieso rum. Ja. Das geht ja jetzt. Wenn du M drückst, siehst du, wir müssen Richtung Raffinerie halt. Entschuldigung. Mann. Ja. Wie gesagt, das hier ist ein 250er. Mal gucken, ob es hinkommt. Das haben wir ja noch ein bisschen Luft zu reduzieren. So ist ja nicht. Oh, wenn wir ungefähr so in diese, so in diese Richtung kommt schon gut hin, ne? Mit Raffinerie. Ich weiß das nicht. Du müsstest nochmal ein Stück vor. Ah, toll. Und in den nächsten Felsen rein. Okay, ich mach 200. Ah, wird es wieder zu viel an der Kante lang gehen, ne? Ich finde halt, das sieht cool aus. Also mir gefällt das so richtig. Weißt du, wenn so die Schwellen schon fast ein Stück mit in dem Erdreich versinken, dann denke ich immer so, boah, das ist es halt. Das sieht, dann finde ich immer so aus, als ob halt wirklich die Natur schon früher da war oder eben als ob die Schiene einfach schon länger da liegt. Das finde ich irgendwie, ja, als ob das halt zusammengehört. Aber ja, manchmal will man halt einfach zu viel. Das ist nun mal so. Zum Glück habe ich ja dich dabei, der mich dann immer zügelt und direkt sagt, nee, jetzt mach mal. Also mach mal halt ruhig lang. So einen Mini-Radius von 120 Meter. Mini-Radius. So, denk mal in kleinen Dimensionen. Außer bei Space Engineers, da bist du irgendwie so ein bisschen so dieser, nee, mach mal mehr, mach mal höher. Das muss ja hier reinpassen. Ja. Ich brauche ja Platz. Hast gesehen, da habe ich mich dann noch auf etwas Kleineres eingelassen und der Raum ist randvoll. Ja. Wir hätten den, ich mach dir den größer, wenn du willst. Gar kein Problem. Ja, jetzt passt. Ich kann da sogar noch Container oben drauf stöbeln. Mach ich jetzt ein ganzes 50er Stück hier dran? Das wäre dann ungefähr so. Ja, oder? Muss ich mal ablaufen und gucken, wo ja, das dann hinkommt. Ja, lauf das doch mal ab. Mach mal einen Zug. Sei mal ein Zug. Chuchu. Ich finde, Chuchu, das passt ganz gut. Okay, Chuchu. Also geradeaus gehen, kommen wir direkt zurück. Müssen wir nur gucken, wo wir da rankommen, denn das weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt werde ich auch erstmal das andere Gleis holen und gucken, dass wir die hier verbinden. Wo ist denn das andere? Ja, weiß ich nicht. Haben wir das überholt? Nicht. Oh ja, guck mal hier drüben. Das ist doch schön. Also siehst du, kriegst du da so eine Linksweiche rein, dann setze ich hier also eine Linkskurve auf eine Weiche hier ran. Dann setze ich hier die Weiche. Warte, ich mach hier erstmal das letzte. Du schaffst das. Ich mach erstmal das letzte 50 Meter Stück weg. So wie das aussah, das wäre ja ein 70er Radius oder so gewesen. Das ist ja mörderisch. Das ist ja mörderisch, also. So. Ich möchte bitte, dass du das da anstöpselst, danke. Okay. Ignorieren. Hatte ich da nicht eine Kurve drin? Das wird nicht funktionieren, die Weiche muss weiter weg. Hatte ich nicht. Die Weiche muss weiter nach hier hinten. Ja, hier so ungefähr könnte ich dir anbieten.
Da so ungefähr. Ja, oder dann ziehe ich das hier mal ein bisschen weiter. Ich lege mal jetzt hier 150 Meter Kurve hin. Das ist mit dem Radius 150. Deswegen? Nee, du wolltest den Radius behalten. Nee, mit dem anderen wäre ich zu steil da reingeballert. Das glaube ich dir halt einfach nicht mehr jetzt. Ja, das ist egal. Wir können auch hier deine Weiche hinlegen und von da aus ziehen. Aber ich würde sagen, wenn du da jetzt eine Weiche dran legst, wird das auf jeden Fall angenehmer. So, wo ist er hin? Ach, da. So. Kommst du daran? Ja, ne? Pff, werden wir jetzt sehen. Ich mach jetzt hier mal. Und dann gucken wir mal, welchen Radius. Also, oder wir fahren halt hier jetzt noch einmal zurück. Das ginge auch. Das ist ja gehüpft wie gesprungen. Könnten wir natürlich auch machen, dass man hier wieder so ein Stück Paar, aber so ist eigentlich. Warte mal, noch ein paar Kreuzungen hin. Geht bestimmt mit einem 120 oder sowas. Ich prüfe. Ich glaube, hier habe ich 150 gelegt, ne? Ja. Ne, ist schon 120, hör mal, was hier liegt. Wundere mich jetzt aber. Ne, jetzt komme ich mit dem 120er in etwa hin. Ich verstehe es nicht. Ich versuche mal 120, wenn ich das jetzt in 50 Meter Schritten lege. Wir versuchen das jetzt einfach. Oder habe ich da doch mehr? Ne, das ist auch 120 dann. Ich habe ja nichts verändert. Das kann eigentlich nichts anderes sein. Jetzt schießt du hast vielleicht ein längeres Stück gezogen als 50 Meter. So, ich gehe mal auf 110 runter hier jetzt mit dem Dingen. Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Komme ich auch wieder nicht hin. Wenn ich heute 120 mache, dann überdehne ich eigentlich. Ich bis hier so. Das sieht dann auch doof aus. Lösch mal die Kreuzungen weg. Bitte. So, das ist jetzt nochmal 110. Und jetzt suchen wir uns einfach so die schönste Kreuzung, wo wir dann dran gehen wollen. Moment. Ich sage, die hier könnte ganz gut passen. Oder? Warte, ich versuche mal von hier weiter zu gehen. Oh, ich denke, das passt recht gut. Das sieht doch fast ordentlich aus. Ja, das sieht fast ordentlich aus. Kann man so lassen. Da muss man auf jeden Fall ein Warnschild aufstellen, ey. 110er Radius. Nicht, dass uns da die Züge rausfliegen. So, haben wir das. Ja, easy. Kommt als nächstes? Raffinerie. Ja, dann los. Müssen wir gucken, wann wir bergauf gehen. Die sitzt auf einem Berg, schon vergessen. Am besten ab hier, oder nicht? So, gerade.
Oh. Also, Stangen hast du drin? Ich hab einen zittrigen Finger, das habe ich. So. Soll ich mit 05 anfangen? Müssen wir ja, nach da wir oben? Müssen, ja, hier oben, wo ich drauf bin. Ich sehe nicht, wo du drauf bist. Ja, dann nach da oben, genau. Vergiss es. Hätten wir schon vor ewig und drei Tagen anfangen müssen. Meinst du? Sag ich dir. Ich habe 10% und sehe meine Schienen nicht. Ich habe das aber auch vergessen, dass wir hier rauf müssen. Ja, das, sind, ehrlich. Das sind 10%. Oh, läuft. Einmal mit Profi. Dotter, wer soll die denn bezahlen? Hast auch wieder recht. Aha. Ich meine, das Gröbste haben wir gemacht. Ich glaube, Dodger kann den Rest machen, oder? Ja. Das kann er sich ausrechnen und dann passt das. Pass auf, ich habe eine andere Idee. Ja, auf jeden Fall kommen wir hier gut an, so. Da kommen wir direkt so auf rechts dran vorbei, ne, wenn ich das richtig sehe. Er legt halt die Schienen jetzt nicht, das ist mein Problem. Jetzt hätte ich gesagt, wir legen uns jetzt hier die Weiche hin und dann fahren wir mit beiden Gleisen einzeln darunter. So, ja. Ach, warte, ich habe eine Ausrichtung von 136 Grad. Kannst du hier mal eine Weiche vorsetzen? Im Prinzip hier genau vor meine Füße. Eine Weiche, ja. So. Die. Mit Ausrichtung 136 Grad. 136. Ja, kann sein, dass du mit der Hochtaste das Ding noch bearbeiten musst. Dann hast du nur Einserschritte. Nee, drück mal Pfeiltaste nach oben. Oder habe ich das auch einfach verändert? Passiert beim, du hast das einfach verändert. Ich muss das mit Stern machen. Ja, dann mach mal Stern, so. Genau. Ja, jetzt nochmal. So, und genau. Jetzt kannst du auf 136 gehen. So, jetzt setz die mal unter meine Füße. Genau unter meine Füße. Jetzt hat er den Punkt falsch rum gemacht. Verdammt. Nee, ist egal. Setz die einfach genau unter meine Füße. Wir können ja dann noch eine dran setzen. Ne, mit dem... So, jetzt setzt mir da, ne, wir müssen einen Ticken rüber. Verdammte Kacke, warum setzt er denn die Schiene nicht? Weil er nicht mehr durch den Fels bauen will, na toll. Warte, ich hole uns eben ein anderes Stück Schiene. Damit wir das da ausrichten, weil das ist verdammt viel. So, aber wir haben ja sehr, sehr viel Strecke. Ja. Und da können wir ja dann auch mit 1% oder was oder 0,5 sogar runtergehen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir haben das jetzt nur... maßlos unterschätzt. Ich glaube, das kann man ruhig so sagen. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Jetzt haben wir hier so eine richtig schöne Strecke, ist in der Ebene. Und dann so, du, wir müssen da hoch. Oh. Unangenehm. Das ist halt jetzt so ein bisschen das Ärgerliche. Ja, habe ich gar nicht dran gedacht jetzt. Ja, macht ja nichts draus, ich auch nicht. Also... das ist okay. Tut gleichmäßig weh. Oder wir machen hier einfach 10% fertig. Ja. Das Gebiet ist nur für Climax, zack. Ich glaube auch, die tut sich das schwer, je nachdem wie viele Wagen. No. Du, ich bin tatsächlich jetzt zu hoch. Jetzt komme ich wieder runter. Ah, das war die falsche Taste. Das ist auch wieder interessant. So.
Ach, hör doch auf zu nerven. Entschuldigung. Nee, du nicht. So, hier, weiche. Schlecht. Sieht gut aus. Nee. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Oh, ich wollte es auch nochmal versuchen. Ach so, Entschuldigung. Ah, hier geht's immer noch hoch. Ich war etwas zu übereifrig mit dem Runtergehen. Hier. Hier geht's immer noch hoch. Leck mich doch am Zuckerli. Nein. Alter. Was geht denn das hier noch so hoch? Oh, ich denke bis hier. Ist da? Na, kein Problem. Hier nur wieder minus 6,5. Würde dem Dodger jetzt gefallen. Wir können ihm ja mal ein Bild schicken. Da habe ich auch so eine Buckelpiste gebaut wie er. Sieht gut aus. Sieht vernünftig aus. Und hier sind einfach schon die Beladegleise. Wow. Einfach wow. Ehrlich. Wie gefällt dir meine Achterbahn? Guck mal hier, dem Dodger würde die gefallen. Mir gefällt dir auch tatsächlich. Ja, hier, kannst du, Dodger, du kannst ja auch den Stream sehen. Ne, lauf mal hier ein Stück ab. Lauf mal ein Stück, genau. Guck mal. Hui. Hui. Hat er was? Ja, ne? Hat er was? Geht das Ding ja nicht hin hier? Ja, da hinten vor unsere Weiche noch. Wie viel Steigung? 10. Echt jetzt? Ja, sicher. War kein Witz. Es sind verdammte 10%. Das ist mein Ernst. Das ist eine Vollkatastrophe hier. Gut, ne? Klein eher so, oh Gott, why? Ja, das habe ich mir auch gedacht, du. Ja. Warum machst du sowas? Was? Das Spiel macht das mit uns. Ich habe gedacht, das wird hier eine schöne Sache. Und jetzt, wo ich da mit dem Bio so die ganze Zeit ohne Steigen lang war, habe ich gedacht, boah, ey, voll easy, voll cool, schöne Strecke. Und jetzt kommt das ist viel schlimmer hier. Lass uns mal lieber überlegen, mit welchem Gefälle wollen wir hier runter. Na, wir sind, eigentlich sollte es ja auf denselben Strecke wieder zurückgehen. Deswegen sagte ich ja einmal drum rumfahren und so. Nee. Das ist also doch wieder nicht richtig verstanden, ja? Aber ja sagen. Nein, rechts hier rundherum fahren, ja, aber doch nicht wieder zurück, weil zurück haben wir doch schon eine Weiche beim Eisenwerk gelegt, wo wir auf die Hauptstrecken zurückkommen wollen. Die liegt doch schon. Aber rechts um die Raffinerie herumfahren, yo, und dann hier jetzt Weichen hinlegen, sodass wir im Prinzip hier rückwärts dann immer in die Dinger können. Ja, bin ich voll dabei. Das hast du doch gesagt, oder nicht? Nee, ich habe gesagt, wir fahren rechts an der Raffinerie einmal rundherum herum. Wir brauchen aber nicht, ist ja egal. Wir brauchen nicht drumherum. Du kannst auch deins machen. Ja, also wir können rundherum fahren, wir können doch beides machen. Wir können ja einfach hier eine Kreisbahn bauen und da hinten rausfahren. Jo, weil wir haben ja schon so ein Rückfahrgleis, haben wir doch schon da beim Eisenwerk reingebaut. Ich dachte mal, fährt hier rechts rum, über die Aufladestation. Ja. Und dann einfach hinten diesen Bogen und kommst dann hier auf die Abladestation, direkt auf die erste. Oh. Und dann kannst du geradeaus und überall rückwärts rein und so weiter, ne? Mit Absteckgleisen und so weiter.
So habe ich nicht gedacht. Dann kannst du eigentlich geradeaus direkt wieder weg. So habe ich nicht gedacht. Nö, nee, so ich habe gedacht, wir fahren jetzt hier links rein, fahren dann im Prinzip einmal um die Raffinerie herum und fahren halt hinten wieder zum Eisenwerk zurück. Weil wir da ja, wie gesagt, diese eine Strecke haben, wo wir zurückkommen wollten. Ja. Das können wir auch machen. Wir können auch beides machen. Lass uns erstmal gucken, wie wir hier hochkommen. Wir können also einfach Dodger machen lassen die, hier. Die Ausrichtung, um hier hochzufahren, die passt aber erstmal, oder nicht? Ja. Oder kriegen wir das überhaupt noch? Ja, warte, lass uns erstmal hier. Lass uns mal hier so eine Kurve von dem Ding entziehen. Mal gucken, ob das hier überhaupt passt. Nicht, dass wir hier so eine 30-Meter-Kurve bauen müssen. Um überhaupt noch irgendwo anzukommen. Mist hier, ey. Ja, kannst du gleich schon knicken. Das wird selbst mit einer 50-Meter-Kurve ein totaler Vollcrash. Ja. Nur hätte er sein können. Ja, mit 30 Meter haben wir schon Kollision. Ich mach mal 60. Das ist jetzt so, ne, wo wir ja sagen, 60 ist echt noch schön. Och, wir könnten. Och, Moment. Das sind 60 Meter. Willst du mal gucken hier an unserer Reihe hier? Okay. Wieso, wo willst du mit dem denn hin? Ja, nix. Könnte man aber eine 90-Grad-Kreuzung machen. Achso, aber wo willst du mit dem hin? Ja, weiß ich auch nicht. Okay. Bekomme ich auch welche? Klar. Ich muss nur zum Supermarkt hingehen, oder? Ja, zum Beispiel. Bin gleich wieder da. Jo. Jo. Ja, das ist doch wieder Mist hier. So, was machen wir jetzt? Wir können unser Ankunftsgleis hier extrem weit rüber setzen. Da wäre ja noch theoretisch Luft. Müssen wir, ne? Hilft ja nichts. Bleib mal bei 60 Grad. Aber 60 Meter, nicht bei Grad. So. Oh wei. Ist doch wieder weniger Platz hier oben, als wir dachten. So, das sind 60 Meter. Also Radius 60 Meter. Dodger, wie hast du das denn gebastelt hier oben? Ha, hör mir auf, ey. Das ist mit einem 40 Meter Radius. Okay. Oder wir fahren hier lang. Und gehen hier rum. Wenn so ist falsch.
Naja, auf jeden Fall, so wird es ja ungefähr funktionieren, ne? Dann wären wir hier. Kommen wir hier noch rum? Das könnten wir doch schaffen, oder nicht? Das schaffen wir. So machen wir es. Glaube ich. Glaube, so machen wir es. So. Ach nee, Moment. Aber anders. Anders. Wir nehmen eine Linksweiche. Hier passt. Ja, kommt dem auf jeden Fall am nächsten. Das ist auch gar nicht so schlecht. So. Ganz grob 12, 2, 12, 3. Okay. Dann machen wir mal 12, 5. Haben wir 12, 5. Zack, haben wir das. So, dann haben wir dich. Ja, da. Ob es Hi. fertig? Noch nicht ganz, aber ich habe unter Umständen einen Lösungsvorschlag. Unter Umständen. Ich bin mir noch etwas unschlüssig, ob das alles Für die so Steigung? funktioniert. Nee, für die Steigung noch nicht, aber erstmal, wie wir hier drankommen. So. Und zwar, das glaube ich mit dem Rundherumfahren wird sehr, sehr schwierig. Wir könnten aber einfach nur versuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob es funktioniert. Das ist jetzt gerade nur mein Gedankengang. Wenn wir jetzt hier vorne die Weichen setzen, dass wir halt im Prinzip zu den einzelnen Dingern kommen könnten. Ach so, jetzt fällt mir gerade auf, wir würden ja dann vorwärts da reinfahren. Das ist ja auch Schwachsinn, oder? Ja, das ist ja das, was ja ich meinte. Deswegen herumfahren einmal. So. Ich könnte mich sogar versuchen kommen. Rundfahren ist ja doch, warte, das kriegen wir doch noch hin. Das kriegen wir doch noch hin. Was ist denn jetzt los? Boah, was ist denn jetzt mal was voll abgedrehtes? Rechtskurve. Pass auf. Was total abgedrehtes. Wir fahren von hier wirklich nur wieder runter. Drehen uns in einer riesengroßen Rechtsschleife, dass wir in Richtung Eisenwehr kommen. Und mit der Strecke von da unten fahren wir erstmal links rum an dem Felsen lang und drehen uns dann hoch zur Raffinerie. Weißt du, was ich meine? Nee, aber können wir machen. Okay. Also es hört sich logisch an, ich weiß nur noch nicht ganz genau, was du jetzt, aber Ja, hört dann sich logisch find an. eine Lösung mit dem Drumherumfahren. Nee, nee, hört sich ja, hört sich Ja, logisch, sag ich doch. find eine Lösung mit dem Drumherumfahren. Wieso? Ja, darum. Ne, verstehe ich jetzt nicht. Ja, weil Was hat dich jetzt gerade gestört an? Hört sich gut an. Ich verstehe es nur nicht ganz. dann machen wir das, was du machst, was du meinst. Ich weiß nur nicht, wie wir das hier umsetzen können. Ich finde das auch schöner mit drumherum fahren, aber ich weiß nicht, wie wir das hier umsetzen. Ja, soll ich mal gucken? Das stört mich einfach selber. Das ist viel schlimmer. Okay.
Das ist viel schlimmer. Dann hatte ich eigentlich gedacht, man kann da so easy going runterfahren. Ja, kann's aber nicht. Geht halt einfach nicht. Man könnte sich, wie gesagt, höchstens von da aus runterdrehen wieder. Wo muss ich denn jetzt hin mit dem Ding? Weiter weg, ne? Nee, ist zu lang. Belastend. Hätte ich ja jetzt hier den Physiker, ne? Der könnte mir jetzt wieder sagen, wie lang das sein muss. Keine Ahnung, wer das sein soll. Der Mann, der Dodger genannt wurde. Nee, passt nicht. Was passt nicht? Hier hinten eine Kurve rein zur Wende. Kriegst du nicht rum. Nee, wir könnten ja unsere Ankunftsstrecke, die könnten wir halt schon. Ich habe hier mal eine Kurve reingelegt mit 60er Radius. Die geht auch einmal rum. Wir müssten dann nur in Anführungszeichen da halt ankommen. Sondern könnten wir, wenn wir jedes Gleis, sage ich jetzt mal, halt komplett in eine Kurve ziehen, könnten wir das auch machen. Ist halt die Frage, ob das so cool ist. Oder ob das für uns dann trotzdem noch so umsetzbar ist. Ja, dem kann ich jetzt sowieso nicht mehr folgen. Wieso? Keine Ahnung, was, wo du jetzt eine Wende Kurve hingezaubert hast. Da hinten, da. Hier. Ja, hier. Guck mal da. Hier. 60 Meter. Er kommt gar nicht mit. Komm, hier. Guck. Ich komm nochmal in dein Bild rein. Oh. Nur guck. Hier. So, das sind 60 Meter. Wenn wir das jetzt schaffen, da hinten alle Schienen zu verbinden am Ende von diesem Kreis. Und kommen dann halt irgendwo von da drüben hier hochgefahren, dann geht das theoretisch, glaube ich, auch. Theoretisch. Glaube ich. Könnte halt sein, dass es funktioniert. Da komm mal her, du musst mir das übersetzen. Was? Ich nichts verstehen. Oh doch. Du Physiker, du gut verstehen. Ich nichts verstehen. Du gut verstehen Physik. Du machen Physik ganze Tag. Nein. Oh. So, wir könnten dann da unsere Gleise hin verbinden. Dann hätten wir da hinten praktisch sowas wie einen Splitter. So wie im Prinzip am Holzfällerlager hätten wir das dann, weißt du? 3, 4, 5 Weichen hintereinander. Jedes geht halt mit einer Kurve dann praktisch zu dem entsprechenden Abladebereich. Es wird halt nur etwas unübersichtlich, weil wir so weit hier hinten hängen. Aber vom Prinzip her machbar. Verstehst du nicht? Na toll. Jetzt lügt er mich auch noch an. Jo. Jo, guck mal, kann ich jo. Pass auf, I try to versuch zu euch zu erzählen.
So, this. And this. So. Now look at this. Do you looking? Why you are not looking, man? Come to me, take a look. So. Wo ist er denn? Hier drüben. Das Skelett läuft hier rum. Ach, da. Die Schienen kommen wieder nicht mit. Ja, passt nicht ganz, aber mein Gott. So, das ist auf jeden Fall hier die zweite Abladestelle dann. Das ist jetzt ein 60 Meter Radius, müssen wir dann halt größer gestalten. Irgendwie so. Und von der dritten Schiene ziehen wir dann halt auch noch, wie gesagt, in... Hier hinten von den Weichen ziehen wir dann halt eine dritte Schiene zu dem anderen Abladedingen. Und dann ziehen wir halt noch eine Weiche, wo wir dann im Prinzip die zwei Schienen vereinen. So, das könnten wir halt auch machen. Dann wären wir hier hinten irgendwo. So, aber das geht, wie du siehst. Das würde auch funktionieren. Wir müssen dann halt nur ein bisschen ausklamüsern, wie gesagt, von welchem Abgang wir wie hier rüberkommen. So, einziger Nachteil ist halt, du hast eben diese riesengroße Kurve, bis du halt da in dem Abladebereich bist. Vorteil ist, du hast halt diese riesengroße Kurve, bevor du beim Abladebereich bist. Das heißt, du kriegst da auch einen längeren Zug reingedeutet. So, das könnten wir halt auch machen, weißt du? Dann hätten wir halt hier 1, 2 und 3. So, zum eben rückwärtsfahren. So, das ginge halt auch. So, oder... Wir machen jetzt das, was du gesagt hast. Wir gucken halt, dass wir unsere Schienen irgendwo hier ganz oben hinkriegen. Hier hinten an die, in Richtung Felswand. So, und dann, wie gesagt, fahren wir halt in der Schleife um die Raffinerie rum. Könnten dann hier über den Entladebereich, den ich hier gerade mit den Weichen zusammengeknüppert habe, könnten wir wieder zurückfahren und fahren dann hier irgendwie wieder runter. So, in einer sehr langen Schleife oder sowas. Denke aber daran, dass wir auch noch Schienen brauchen für die Aufladestation, ne? Wie, für die Aufladestation? Na, hier musst du noch Fässer abholen. Ach du Scheiße. Darum ging es mir die ganze Zeit. Deswegen sagte ich, es passt nicht. Weil ich dachte, man kommt hier nämlich auf der einen Seite an. Oh. Kann dann hier eine Wende machen, kommt auf der anderen Seite so gesehen zurück. Aber der selbst mit einem 50er-Radius keine Chance. Warum machst du nicht zwei Abgänge und dann eine Kreuzung mittendrin in der Kehrschleife? Ach, das ist leise. Hä? Tag, Magister. Bitte benehmen Sie sich, wir sind in der Aufnahme. Ja, du kannst trotzdem da bleiben, du musst dich nur benehmen. Ich will wieder nach Space. Und er ist wieder weg. Tschüss. Er will nicht bleiben. Er will sich nicht benehmen, das ist der Unterschied. Ja. Ja, jetzt genau, wir kommen bei meinem Problem, da sind wir uns einig, stehen. Finde ich gut. Pass auf, ich glaube aber, das ist gar nicht so schlimm. Grüß dich, Magister. Schön, dass du dabei bist. Du darfst liebend gerne bei uns bleiben, aber wir sind in der Aufnahme. Bitte einfach ein bisschen benehmen. Und wir hören dich nicht. Vielleicht musst du was in Discord umstellen. Gab wieder ein Update. Und Discord stinkt. Das schmeißt dann immer die Einstellungen durcheinander. Das Problem ist, das Eisenwerk und das Ölfett, das muss hierher, ne? Das bringt auch nichts, wenn wir die andere Schiene als Herkommsel machen, was von hier oben kommt. Ja, pass auf, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass wir das hinkriegen, wenn wir von da hinten hochfahren. Dann fahren wir halt hier durch die Aufnahme durch. Vielleicht auch einfach rückwärts, dass wir hier die Wendeschleife sehr groß ausbauen. Das ist ja auch wurscht. Genau, das meine ich. Komisch dabei, habe ich noch gar nicht angefangen zu trinken. Junge, im Leben nicht. Ich sehe gerade, was du meinst. Im Leben nicht. Nee, selbst mit einem 50er, keine Chance. Gute Echt Laune. Nicht? Grüß dich. Hallo. Na, was baut ihr Feines? Raffinerie. Ist eine Katastrophe.
Hey, du musst hier nach rechts, ne? Hier vorne, hier, hier musst du hin, hier. Du läufst weg. Hetz mich nicht. Du ärgerst schon wieder, du bist immer nur am Ärgern. Ja, ich sag, das passt ja fast haargenau. Du bist eigentlich genau neben dem Gleis. Oder? Ist gar nicht so schlimm, wie du immer sagst. Ich glaube, ich kann sogar einen 70er-Radius hier nehmen. Hör mal, es wird noch viel besser. Guck mal, was ich hier noch Luft habe. Alter, ich nehme 70er-Radius. Mach ich auch. Mach ich wirklich. So. Wo willst du eigentlich hin gerade? Drehen. Will einfach nur gucken, wo kommen die Schienen an, wenn wir hier drehen. Nein, wenn du jetzt einfach weiterläufst und dann hinten nochmal eine Schleife machst, kommst du hier beim Aufladestation vielleicht von hinten ran. Ist doch auch lustig. Tschüss. Ich habe noch eine andere Idee. Verwirrt und herlaufen. Lasst mich. Genau wie der Zara gestern. Ja, noch fünfmal durch den Raum laufen macht besser. Ja, mach ich. Ja. Okay. Soll ich hier warten? Drehst du jetzt erstmal ein paar Runden um die Raffinerie, dann warte ich hier kurz. Nee. Ich ziehe jetzt hier erstmal einen 70er-Radius. So. Wir lassen das einfach den Magister regeln. Fertig. So. Keine Lust mehr. Wir hören jetzt hier auf. Ich gebe dem das Passwort. Was soll ich regeln? Der macht das. Nix da. Ja, wie? Wieso das denn nicht? Hast du doch ich habe selber genug zu tun bei meinen Gleisen. Ach, du hast ja gesagt, du machst das hier. Da habe ich genau gehört, der Dodger auch. Aha. So, der Dodger ist Physiker, der lügt nicht. Was? Der ist mit der Wissenschaft, ist der vertraut. Oh nein. Nicht schon. Der ist mit der Wissenschaft, ist der ganz dicke. Weißt du, wie wir das hinkriegen, die beiden zu verbinden? Sag, jetzt bin ich gespannt. Ah ne, warte, das bringt nichts. Ja, wie jetzt? Da so. Bräuchten wir auf der anderen Seite noch eine Schleife. Easy, kein Problem. Was sonst? Ja, dann machen wir da einfach Spitze verbinden, die so gesehen mit einer Weiche. Weil hier geht ja sowieso das Gleiche sein, nach hinten weg. Dann kannst du auf der anderen Seite halt rückwärts reinfahren, so gesehen, weißt du? Aber ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Je nachdem, von wo du kommst. Wenn wir nicht schon mit dem Sinn jetzt erstmal... Lass doch den Sinn mal außen vor. Ja, also verbinden könnte man. Das machst du halt eine Spitze und verbindest sie mit der Weiche und dann hast du auch gleich den Ausgang. Zack. So. Dann werden die verbunden. Dann muss man halt nur gucken, wie man hier hochkommt, wie du fahren willst. Ich hatte sonst jetzt Folgendes überlegt. Pass auf, mein kaputter Kopf hat auch wieder was ausgebrüht. Ja, das hat er mir schon versucht zu erklären seit einer halben Stunde, glaube ich. Nee, noch was anderes. Ich habe auf jeden Fall meinen zweiten Tee seitdem. Hast du einen zweiten Tee schon? Junge, du bist ja abhängig, Mensch. Das heißt, ich werde bald öfter mal kurz weg sein. Ein Klassiker. Ja, der Tee halt, ne? Ja, kenne ich. So. Oh du, ich glaube, das könnte funktionieren. Pass auf. Ja, ne? Pass auf. So. Ja, ja, aha. Ja. Die Spannung steigt. So. Kriegen wir das hier hin? Oder kriegen wir die Wendeschleife auch noch da drum? Nee, wir kommen. Ich warte noch kurz hier, der kommt sowieso gleich wieder zurückgelaufen. Vorwärts rein. Dann bin ich mir noch unschlüssig. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir gleich einfach Cut machen, sagen so. Wir haben es bis hierhin geschafft. Nee, nicht aufgegeben, aber ich habe so das Gefühl, manchmal sollte man Sachen einfach beiseite legen und am nächsten Tag nochmal anfassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Manchmal kommen einem dann so Ideen. Ganz banale Lösungsvorschläge, wo man sich dann halt auch oft denkt, warum bin ich da vorher nicht drauf gekommen? Kriegen wir auf irgendeine Seite der Wendeschleife? Stimmt. Ja, dann habe ich auf jeden Fall eine Idee. Wo ist mein Stift? Ich male das jetzt auf und schicke es dir. Ja, bitte. Stift? Das sind, also für alle Leute, ne, die sich... Welchen Knopf habe ich denn gedrückt? Weiter. Weiß ich nicht. Aber für die, die dann sagen, hier von wegen, ja, das ist ja keine Arbeit, ne? Überlegt euch das. Ich glaube, wir haben jetzt schon... Ich brauche nur noch einen Zettel. Ich glaube...
Ich glaube, wir haben jetzt auch schon über 12 Stunden oder sowas reine Bauphase oder so hinter uns. Ja, das kenne ich. Ich bin heute auch schon den ganzen Tag nur am Bauen, ey. Immer noch nicht fertig. So, nur damit hier die Leute ein bisschen was zu gucken haben. Ja gut, es geht auch um Spaß am Spiel, ich gebe es ja zu. Ich habe mal ein bisschen an der Realität vorbeigebaut heute. Wieso? Ja, zeige ich dir gleich, warte. Ich hau's mal auf Discord rein. Aber ich find's lustig. Die Ladestation. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr, weil die am Leben vorbeilaufen. So sieht's aus. So, bam, Junge. Easy, so sieht's aus. Ich glaube, ich hab's gelöst. Ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, aber ist eigentlich auch egal. Mach die mal wieder zu. Nee, jetzt ist offen. Jetzt zu spät. Nee, also jetzt ist, also, nee. Dieses Hin und Her hier, das machen wir nicht. Das machen wir hier schon mal gar nicht. So. Jetzt wird's noch abgedrehter. Warte, ich habe doch bestimmt noch ein Bild gemacht. Ja, guck. Keins mehr gemacht. Was schnappt da an? Was ist das? Nein, es passt nicht. Boah, es fehlt ein Müh. Ja, das kenne ich. Das fehlt immer nur ein Müh. Warte, vielleicht zauber ich mir den hier her. Ich werde nicht kapitulieren, Sie werden kapitulieren. Du, ich war halt auch drauf und dran zu kapitulieren, aber irgendwann habe ich es dann doch hingekriegt. Es hat ewig gedauert. Gelöscht und wieder hingebaut und gelöscht. Oh, ich kapituliere nicht. Genau. Wie gesagt, der Dodger ist Physiker, der regelt das. Ja. Aber Dodger, deine Anleitung ist echt cool. Hast du gut gemacht. Jetzt muss ich das nur noch umsetzen irgendwo. Danke. Wenn ich mal Zeit habe. Locker. Oh. Mal gucken, ob ich die Pistole wieder zurückkriege. Weil da drüben muss ich ja hin. Du schütze aber die Porter 1 und die Porter 2 Arsch an Arsch. Ist aber doof. Da musst du nämlich die Porter 2 ohne Licht kaufen. Wieso? Ja, weil die hinten auch so eine dumme Lampe dran hat. Ach so. An ja, und? Ist doch egal. Dann kauf doch ohne Licht und setz sie nach hinten an die Wagen. Tada! Ja. Muss ich halt ohne Licht kaufen. Und dann kann ich sie so Po an Po setzen. Ja, dann mach das doch. Oder ich nehme halt keine Porter 1 und mach halt vorne und hinten der Waggons immer jeweils eine Lok. Das geht auch. Aber ich wollte ja einen Vierergespann machen, aber der werde ich dann die Einser nehmen. Sieht eigentlich doch ganz cool aus, die zwei hintereinander direkt. Sieht ja aus wie eine Bimmelbahn von früher. Ich habe halt gedacht, vielleicht kriegst du, wie gesagt, da Ärger mit den Dächern, die dann überlappen, weißt du? Ja, habe ich auch gedacht, das funktioniert. Das funktioniert komischerweise. Ja, gut. Hast du da alles richtig gemacht? Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Aber ich ahne es. So, ich glaube, ich habe auch einen Lösungsvorschlag hier liegen. Grob gezeichnet. Ja, ich habe auch mal einen Lösungsvorschlag hier hingebracht. Okay. Du kannst ihn ja mal ablaufen, vielleicht gefällt er dir. Vielleicht fängst du gleich auch laut Hals an zu lachen und schlägst die Hände über den Kopf zusammen, aber vielleicht gefällt er dir auch. Bin mir unschlüssig. Es ist sehr kreativ. Also ich glaube, wir könnten damit, also einen Preis für Kreativität, ja. Das meinte ich doch mit der Kreuzung. Hier solltest du auf jeden Fall noch Kreuzungen reinmachen, ne? Die dann auch passen. lustig. Also, ich muss ja Feuer machen. Feierabend? Feuer, nicht Feierabend. Boah, Feuer im Kopf, im Kessel. Ah ja. Ja. Alter, wäre das hier eine Rundkurs oder was? Ja, genau.
Du hast an der Wendeschleife gefragt. Also ich muss sagen, deins gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich weiß noch nicht, ob die Wendeschleife hinpasst. Ich habe das ja, jetzt natürlich freie Hand gezeichnet. Ich verstehe nicht, wofür. Die können wir uns doch schenken. Na nee, die ist dafür da, dass wenn du von der Seite kommst, wo wir jetzt gedacht haben, ne? Kannst du jetzt in die Wendeschleife fahren, fährst so gesehen auf dem Gleister zurück und kannst rückwärts in die Abladestation. Aha. Jo. Ne, und zurück kannst du dann so gesehen wieder umdrehen und fährst vorwärts weg. Ist mir eigentlich aufgefallen, dass es auf der Karte immer wieder so ein paar Streifen gibt, wo keine Bäume stehen, absolut ja. Kein Baum. Ich habe mir den jetzt mal zu Nutzen gemacht, einen so einen Streifen, und habe da einfach meine Strecke lang gebaut. Einfach so. Wozu sind die? Also irgendwas. Ja, vielleicht ist das so ein also freundlicher Hinweis. Ich sehe hier nur Knoten gerade. Ich habe keinen Plan, welchen Klasse ich jetzt vorne sehe. Die Bäume sind wie im Cluster angeordnet. Ja, das weiß ich. Das ist mir auch schon aufgefallen, dass sie im Cluster angeordnet sind. Meinst du, das kommt durch das Cluster, dass du dann ja. Immer so eine Lücke hast vom Cluster? Okay. Ich kenne mich jetzt nicht so mit Cluster aus, aber ich weiß, was es ist. Das ist genauso, als würdest du eine Grafik nehmen, die halt nicht als Kachel benutzt werden kann. Ja, okay, gut. Macht Sinn. Mach mal ihn hier. What the fuck? Ja, sprich dich aus. Mein Handy spielt Geräusche ab. Nein, hör auf. Ja, das aber, passiert, wenn man den Ton anmacht. Ja, aber es war nichts an. Verstehst du? Also es ist halt, das passiert, wenn wichtige Leute schreiben. Okay. So wie der Bio. Genau, das ist dann so ein Alarmsignal. Du musst jetzt gucken. Also wir können ja mal gucken, ob wir hier eine Schleife reinkriegen. Kann keine alten mehr löschen. Also ich verstehe auch die ganze Zeit nicht, warum du dich selbst löschen willst. Macht doch eigentlich wenig Sinn, Bio. Sei doch nicht immer so hart zu dir. Na komm, voll in den Felsen rein. Also mit 70er Radius landen wir hier im Felsen. Oh nein, alter Mann ist vom Berg gestürzt. Wie hat mal der eine Politiker gesagt, das nennt man sozialverträgliches Ableben. Oh, ja, geil. Oder auch Steuersparnis. Korrekt. Das habe ich letztens Schönes gelesen. Lieber Staat, besser ihr lasst mich mit 67 in Rente oder mit 60. Ansonsten suche ich mir eine 20-Jährige und ihr könnt 40 Jahre lang Witwenrente zahlen. Ja, das ist geil. Die Idee fand ich amüsant. Ja, ich finde ich auch gut. Amüsant. So. Schwierig. Also hier eine Wendeschleife reinzudübeln, echt schwierig. Ja, ne, dachte ich mir. Wie gesagt, wir haben hier noch eine Wendeschleife. Tja, die Frage ist halt echt. Wie kriegen wir das sinnig verbunden? Am besten wäre halt wirklich. Jetzt meinem Gefühl nach, weil ich finde deine Idee auf dem Papier, wie man das hier aufsplittet, ne, im Prinzip hier an die einzelnen Positionen fährt und sowas, das gefällt mir sehr gut. Mhm. Also das ist wirklich so, wie ich mir das vorstellen würde. Nur, wir müssten von der anderen Seite ranfahren. Ja. So. Also halt jetzt die Frage, fahren wir erst unten am Felsen lang und fahren von der Seite zurück? Wir könnten ja theoretisch auch, wie gesagt, die Schiene so weit entfernen, dass wir da halt, wie gesagt, mit dem Eisenwerk zusammenkommen. Ach, du siehst meinen Bildschirm auch nicht, ne? Kann ich meinen jetzt eigentlich auch freigeben? Ja. Jawohl, ja, das kann nicht, nur das gut werden. So. Ah, doch. Siehst du meine Maus? Zufällig? Ja. Nein. Nicht? Keine Maus. Dreck. Warum nicht? Siehst du sie jetzt? Nee. Nee?
Pass auf, ich mal dir das auch auf. Ja, warte ich mir auch so. Ist aber einfach. Ne? Diese Malstunde, Leute. Aber weißt du was? Wir können auch mit der Schiene, die vom Eisenwerk und vom Ölfeld hier unten kommt, ne? Die jetzt hier unten noch hängt. Die wo hängt? Können wir ja einfach so gesehen, wir müssen ja eh noch hoch damit. Genau, deswegen würde außen ich dann... Außen am Berg lang? Ja. Und dann kommen wir einfach von der anderen Seite hoch. Ja. Das meintest du, ne? Genau das meinte ich. Und dann fahren wir ganz banal von der anderen Seite rein. Genau, wir müssen aber auch wieder runter. Und deswegen fahren wir hier einfach mit einer Riesenschleife wieder raus. Können unsere Schienen eventuell sogar kreuzen. Oh, ja, und dann kommen wir hier oben bei dem anderen Stück einfach dann irgendwann an. Genau. Jo, das hört sich doch gut an. Dann lass uns erstmal alles andere löschen. Du, das hört sich auch gut an. Und ich glaube, dann machen wir für heute, beenden wir die Baustunde für heute. Ich glaube, wir haben wirklich mehr, oder wir haben sehr, sehr deutlich gemacht, dass das nicht immer so einfach ist. Nein, es ist nicht einfach. So, was haben wir heute erreicht? Nichts. Wir haben einen Plan fürs nächste Mal. Ja, aber Moment, wir haben auch bestimmt und ein 700, paar Verbesserungen. Genau, und wir haben 700 Meter Schiene gelegt vom Ölfeld zum Eisenwerk. Das haben wir auch gelegt. Das sind auch locker 700 Meter. Achso, hast du schon den Dodger-Bau gezeigt? Das ist ja auch passiert zwischendurch. Nee, den habe ich nicht gezeigt. Wieso ist sein Imperium gewachsen? Er hat auf jeden Fall sogar einen Teleporter stehen. Es ist unheimlich. Bist du da hinten am Rumlöschen? Oder ja, ich versuche hier. Ich laufe durch die Kurven und lösche. Das ist nett. Ich bin schon müde. Siehst du die ganze Bauerei hier? Also dieses ganze Denken am Sonntag, ne? Das ist puh. Bin ich nicht gewohnt. Das ist unsere Laderampe, die kannst du lassen. Nee, die lasse ich auch. Deswegen steht sie ja noch da. Passt das überhaupt? Hat schon mal einer Ölfässer beladen? Passt das so? Nicht, dass wir das gleiche erleben wie beim. Das passt, die rollen darauf. Okay, nicht, dass wir das gleiche erleben wie. Nee, da ist tatsächlich gut, wenn es nah dran ist. Die rollen da nämlich drauf. Sehr schön, sehr schön. Wie mit dem Erd so alles daneben schüttet. Katastrophe. Ja, hatte ich auch gehabt. Nee, mit den Stahlrohren, genau. Die Stahlrohre hat der einfach hinter die Wagen geschmissen und war fertig. Ja. Also das hatte ich mir ja alles anders vorgestellt. Naja, so, weg. Ach, scheiße, Unfall. Ja, ich muss die neu gebauten Strecken abfahren. Hin und wieder steht immer noch ein Baum. Das kennen wir überhaupt nicht. So eine Spitze, nur so eine doofe Spitze. Weißt du, wenn kein Schneelicht, da kannst du einfach drüber fahren. Aber sobald Schneelicht, macht's Dong. So, okay, das haben wir. Ich speichere nochmal gerade. Den da? 18 Uhr. Oh wei, wird Zeit, dass wir online gehen. So, und da sind wir bei Dodger. Schauen wir uns das noch an. Kleines Highlight zum Schluss. Ja, zeig mal Dodger. Will ich auch mal gucken. Um Gottes Willen. Aha, okay. Komplettmontur. Mhm. Er hat einfach mal so ein Betriebswerk ins Nichts gebaut, ja? Oh, sehr schöner Bogen. Sehr, sehr schöner Bogen. Ach du meine Güte. Was zur Hölle? Da läufst du lang. Oh ne, mal eben, ja. Sehe ich da hinten im Prellbock? Ach, hast du dir hier auch einfach die Schneise zunutze gemacht, ja? Ja. Hä? Was ist denn das da hinten Rotes? Da sind Schienen. Wo geht das denn hier hin? Zum Sägewerk. Hat er das Stück schon angeklemmt, oder wie? Vielleicht. Ach Quatsch, hör auf. Ja, weiß ich nicht. Ich gucke auch gerade hinter dir. Huch, ich werde verfolgt. Der Dodger rennt vor euch her und baut die Gleise. Mir folgen alte Männer durch den Wald. Verdammt nochmal, wo kommt denn diese Schiene her? Aha, hier ist einfach Ende im Nichts. Das kenne ich auch, als Ende im Nichts. Hast du noch nicht angeklemmt? Doch, bestimmt. Ich bin einfach noch nicht weit genug gerannt. Achso. Guck mal hier, sind wir hier wieder kein Ende.
Ja, doch, siehst du, direkt hier hinter der Kurve war das angeklemmt. Oh, gar nicht schlecht. Gar nicht Kommt aber schlecht. hoch, ist verrückt. Ja, also Dodger, die Weiche, die hätte ich ja eher ein Stück hier nach vorne gesetzt, ne? Aber ja, ansonsten. Gleich kommt er mir hier durch. Alter, das passt ja mit dem Radius dann. Oh. Was? Viel Spaß. Nee, ich mach da gar nichts. Ich mach da gar nichts. Ja, dann könnten wir wenigstens erstmal aus der Kurve kommen, anstatt hier dann direkt um die Weiche zu fliegen. Also, das ist ja schon. Puh. Also. Boah, abgefahren, okay. Was ist es denn hier? Ein Zwischenbetriebswerk für uns oder was? Nochmal ein Abstellbereich oder? Ja. Also, ich meine, es ist gigantisch. Verstehe halt nur noch nicht so ganz, einfach weil wegen haben. Ich finde die Hubbelstraße gut. Ja, die habe ich jetzt noch nicht so direkt gezeigt, aber das werde ich jetzt auch mal tun. Ist auf jeden Fall ein sehr großer Parkbereich, ne? Oh, ich laufe wieder in dieselbe Richtung. Hoppla. Abgefahren. Abgefahren. Ach, du bist das Bio. Und er so, ja, Und da. ich habe hier, ach ja, man hätte sich auch teleportieren können, ne? Ja, habe ich gemacht. Ja, da war wieder einer mit mehr Klugheit wie ich. KLUK. Genau. Genau. Also hier hast du, wie gesagt, ein Parken. Zum Parken hast du hier einen Bereich. Da kannst du, wie gesagt, das Feuerholzdepot beladen. Hier ist im Prinzip ein Durchgangsweg. Und vor allem, er hat eine Weiche nach links, eine Weiche nach rechts. Sieht natürlich auch richtig gut aus, ne? Die dann wirklich so aus einem oder aus zwei Gleisen direkt vier werden. Sieht richtig, richtig gut aus. So, hier kommt die Hubbelstrecke, genau. Einfach weil wegen mega witzig. Natürlich auch schön, da kann man so die Loks testen, da kann man Fahrwerke testen, ne? Gucken, wie geschwindigkeitstauglich das ist. Wie komfortabel unsere Waycars eigentlich sind für die Insassen. Da würde ich auf jeden Fall gerne mal drüber brettern. Man macht doch. Und dann geht's hier weiter, da drüben. Ich glaube, ich erkenne da schon unsere Hauptstrecke, ne? In Richtung Ah, da Öldingens. kommt der angerannt. Na gut, schenkst du dir halt echt den ganzen Weg übers Frachtdepot, ne? Wenn du jetzt so Bretter oder Balken hast. Aber ich mag den Weg No. übers Frachtdepot. Noch ist der Boah. Weg ja nicht freigegeben. Boah, ey. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Ja, du weißt ja, ne? 5 Euro pro Lob. Ich würde sagen, ein Fuffi ist schon mal wieder drin. Was? Kontodaten schicke ich dir. Diese Dodger, deswegen stehe ich nur noch daneben und gebe Tipps. Und dann müssen wir uns überlegen, ob wir uns das Abo noch leisten können, ey. Ah, ehrlich. Hä? Wo bist du denn hier reingefahren? Jetzt bin ich aber auch mal gespannt. Guck mal, da kommt ein alter Mann und kommt gleich zwei, oh Gott. Hallo. Ja, ich war ja auch da voll schon durch. Und wir werden dich knutschen. Ach Gott. Halalalalala. Kann ich gar nicht sehen. Ist auch sowas. Oh. Ja, mega. Mega Dodger. Mal eben, ja? Hast du mal eben gebaut? Mal eben. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Herr Specht, oder wie man so schön sagt. So, aber eins interessiert mich ja jetzt doch. Blöpp. Ich glaube, von hier bin ich jetzt schneller da, ne? Wo steht überhaupt meine Lokomotive? Ah ja. Falsch rum. Irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo meine steht. Am Sägewerk steht, glaube ich, eine. An der Schmelzhütte, glaube ich, steht eine. Ich stehe noch überall welche rum. Ja, das stimmt. Bei mir noch nicht. Wir sind ja auch dekadent. Aber es geht ja um eine spezielle Lok und nicht um irgendeine. Ich will Ach meine so. Lok. Du willst deine Lok. Okay, nee, schade. Das ist so geil, wo ich hier lang fahre, ey.
Mein cool Keksmobil gebaut. Möchte ich haben. Dein Keksmobil? Ja, was meine ist das Kuke. Denn? Na, meine Kuke. Ah. Ich glaube, am Frachtdepot hatte ich die geparkt. Ja, das hätte ich dir sagen können, wo die Kuke steht. Am Frachtdepot. Andere Seite stehen wir beide nebeneinander. Ich habe Teleporterhäuschen versetzt. Da auf der anderen Seite stehen wir beide. Ich bin völlig verwirrt, wo ich gerade gelandet bin. Ja, damit da ein bisschen mehr Abstand zum Ringlokschuppen ist. Das stimmt, da hinten hatte ich die geparkt. Ja. Ich kann mich erinnern, ja. Da ist sie. Bist du gerade in meine eingestiegen? Ich nicht, ne. Ich bin hier an der Weiche. Ich hatte gedacht, vielleicht kann man die sogar vor der Kurve legen, weil er hat ja hier so eine riesengroße S-Kurve. Gefällt mir unheimlich gut, weil das ein riesengroßer, gleichmäßiger Radius ist. Ich habe gedacht, wenn du die noch vor der Kurve legen kannst, weißt du, dann hast du das hier gar nicht mit der Weiche direkt an der Kurve. Da kommt noch ein Berg dazwischen. Das ist das Problem. Ah, okay. Na gut. Nein, das habe ich gemacht. War nicht schlecht. Aber wie gesagt, das wäre wirklich das Einzige, was mir auffällt. Weichen ticken nach vorne, aber das ist Quatsch. Das ist wieder einfach mein Monk ist das wieder. Der hat keinen Sinn. Hammer. Ja, cool. Richtig geil. Und er so, ja, ich mach mal eben 20 Stunden was alleine, so. Kein Bock auf euch. Schade, Bayern hat es gesehen. Ja, natürlich. Ich weiß, was du das bist. Der hier meine Lampen immer verändert. Ja, guck, hier stehen wir doch, ne? Ja. So. Ja, gut, Männer, ich glaube, für heute machen wir zumindest, was das Basteln angeht, machen wir, glaube ich, Feierabend, wa? Jo. Ja, ne? Ja. Ich denk schon. War doch fleißig. Ja, ich hätte ganz gern mehr geschafft, aber ich glaube, es war uns bewusst, dass die Raffinerie nochmal so eine kleine Herausforderung wird, oder? Ja. Obwohl, ich dachte auch, wir machen das heute fertig, aber boah, hab ich auch gedacht. Hat ja gar nichts funktioniert. Naja, was heißt gar nichts? Jetzt fährt der. Du, ich wollte ausmachen. Mach einfach. Der arme Bio, der ist gerade auf der Strecke. Der arme Dodger. Nee, ich mach es nicht. So, nochmal gerade speichern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht, zu sehen, wie wir wieder verzweifeln. Ja, wobei, so sehr sind wir gar nicht. Na, es geht. Okay. Soll ich nochmal wieder komplett zurückfahren, damit du einen vernünftigen Speicherpunkt hast? Wieso? Nee, jetzt ist gespeichert. So, und in diesem Sinne hoffe ich bis demnächst und auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao. Magister, was mit dir? Ciao. Aha.